Ja, guten Morgen. Ich glaube, es dürfte jetzt so gegen 11 sein, wenn mich meine innere Uhr nicht täuscht. Wenn die innere Uhr noch falsch geht, da oben haben wir auch eine Uhrzeit. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns Platz nehmen und dann können wir anfangen. Ja, ein herzliches Willkommen hier im Kolbermoor zum Bezirksparteitag, dem ersten in 2014, Bezirksparteitag von Oberbayern. Wir sind heute hier, um neue Vorstandswahlen zu haben und einen neuen Vorstand zu wählen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr teilweise auch weitere Wege für Oberbayern in Kauf genommen habt, um hierher zu kommen. Und zuallererst möchte ich mich bedanken bei der Organisation, die das hier möglich gemacht haben, bei den Piraten aus Kolbermoor und natürlich auch der Technik, die teilweise mitgekommen ist und sich hier gestern Abend schon eingefunden hat, um das Ganze aufzubauen. Vielen Dank und dem gehört ein Applaus. Ja, wie das so üblich ist, am Anfang von Parteitagen muss man eine ganze Menge Formalfu erledigen, bevor wir zum echten kommen, was wir dann tun. Wir brauchen zuerst einen Versammlungsleiter und der wird dann den Rest hier euch oder den Rest des Tages gestalten und mit euch da durchgehen. Wer möchte denn da kandidieren? Ich sehe da einen. Was für ein Zufall? Ja, kennt ihn jemand nicht? Ja, dann stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Florian Fahr-Bissel, Deisenrieder, Vorsitzender in München. Ich würde die Versammlungsleitung machen. Das Einzige leider nur unter der Bedingung, dass nur Piratenfahnen hängen. Aber ansonsten sehr gerne. Also wir haben ja heute die Versammlung hier großartig gesponsert bekommen. Unsere Sponsoren sind da hinten auf der Folie zu sehen. Besonders möchte ich mich bedanken bei Cyberdyne Systems. Ja, dann kommen wir zur Wahl des Versammlungsleiters. Ich bitte eure Karten. Wir haben, glaube ich, zwei Farben. Du kannst dann entscheiden, was du nimmst. Aber ich möchte erstmal die grüne für die Zustimmung. Wer möchte ihn als Versammlungsleiter hier sehen? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Ja, viel Spaß. So, dann bedanke ich mich für das Vertrauen. Ich mache gleich ein bisschen weiter mit Formalfu. In der Geschäftsordnung ist kein Wahlleiter vorgesehen, sondern nur ein Versammlungsleiter. Ich würde trotzdem einen Helfer bestimmen als stellvertretender Versammlungsleiter, der, wenn ich mal wohin muss oder sonst, mit dem ich das im Team machen kann. Ich würde da Mauri Fischbein vorschlagen und würde ihn aber gerne einmal abstimmen lassen, ob ihr damit einverstanden seid, dass er mir als Helfer zur Seite steht. Also wer dafür ist, der macht es schon super, die gelben Karten perfekt und wer dagegen ist, die Auberginenfarbenen. Okay, damit Mauri, du hast den Job, kannst dich auch hinsetzen oder kannst du, perfekt. Dann brauchen wir, heute ist ja ein, wir werden einen neuen Vorstand wählen, hoffentlich am Ende der Veranstaltung. Das heißt, wir brauchen Wahlhelfer, Minimum 4, gerne auch, damit die Auszählung geht, 6 Wahlhelfer. Wer würde sich denn als Wahlhelfer zur Verfügung stellen? Wollen die einfach aufstehen? Und ich sehe 3, 4, 5. Jetzt sehe ich schon 6 Wahlhelfer, super. Wollt ihr vielleicht einmal kurz nach vorne kommen, nur dass man über euch abstimmen kann, ob jemand Einwände hat gegen euch? Also zu viele können es nie sein. Möchte die Versammlung, dass sie sich kurz vorstellen? Ja, dann das Mikrofon, ich gebe das kurz runter. Oder ihr könnt auch hochkommen, ne? Ja, hallo, mein Name ist Stefan Bacher, ich bin Vorstand im KV Ingolstadt und bin dort Schriftführer. Ich bin der Andi. Katharina Bessler, zweiter Vorstand, Kreisverband Dachau. Ich bin der Bernhard aus Kolbermoor. Mike Sinclair aus Gauting. Ich bin der Veit und ein Pirat aus München.
Okay, super, dann damit haben wir 6 Leute, die Wahlhelfer machen würden. Ich würde die gerne im Block abstimmen. Wollt ihr diese 6 Leute als Wahlhelfer? Und die Gegenprobe? Okay, damit habt ihr den Job. Ich komme dann später nochmal auf euch zu. Ihr müsst alle jetzt zu einem Posten gehen, den wir noch nicht gewählt haben und der wichtigste Posten des Parteitags ist, nämlich das Protokollführung. Alle Wahlhelfer dem Mann in dem orangenen Pulli hinterher. Denn wir müssen noch die Protokollführerin wählen. Wer würde das denn gerne machen? Silvi. Wer ist dafür, dass Silvi das Protokoll macht? So, und Gegenprobe? Super, dann erstmal nochmal einen Applaus, dass Silvi das übernimmt. Dann habe ich noch 2 Formalitäten. Wie schaut es aus mit Gästen? Wollen wir Gäste zulassen? Nochmal die gelbe, grüne Stimmkarte heben, wenn ihr dafür seid. Okay, und Gegenprobe, aber... Und das Gleiche nochmal mit Presse. Wollen wir die journalistischen Vertreter hier zulassen oder wollen wir sie rausschmeißen? Und einmal wieder die Nein-Stimmen. Okay, super. Dann, es geht... Okay, sind wir dafür? Wird es gestreamt? Was sagt die Technik? Okay, wir werden gestreamt. Seid ihr dafür? Dann nochmal grün heben. Okay, damit seid ihr jetzt alle auf Bild im Internet zu sehen. Es geht gleich weiter. Wir müssen 2 Rechnungsprüfer wählen. Idealerweise sind es die gleichen, die eventuell nachher auch Kassenprüfer waren und da was erzählen. Willst du kurz vorkommen oder dann... Und haben wir noch einen 2. Rechnungsprüfer? Ah, super. So, also der Tommy und ich sind beide aus Rosenheim, haben gestern die Kassenprüfung gemacht und deswegen bietet sich das an. Fragen? Ich habe keine Rechnungsprüfung gemacht. Ich bin Christine aus München. Ich bin der Generalsekretärin, aber ich würde da unterstützend mithelfen, wenn ihr dafür seid. Ja, ich bin Tommy aus Kolbermoor, KV-Vorsitzender Rosenheim und wie gesagt schon, wir haben gestern Kassenprüfung gemacht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Okay, ja, dann können wir abstimmen, ob wir diese 3 Leute als Rechnungsprüfer für diesen Parteitag haben wollen. Okay, ich sehe schon, ihr habt den Job, also wir können die Gegenprobe noch machen, aber gut. So, dann dürft ihr euch eure Namen wieder ins Protokoll geben, einmal hinten rechts vorbei. So, dann sind wir gleich um mit den Formalitäten. Als nächstes müssen wir uns noch eine Tagesordnung verabschieden, damit wir wissen, was wir den restlichen Tag heute so machen wollen. Bestimmt wirft der Beamer auch gleich den aktuellen Vorschlag der Tagesordnung, das Beamer-Team, die ich auch nochmal erwähne, Holger und Dietmar machen den Beamer. Ja, da geht noch was. Okay, damit ist jetzt der aktuelle Vorschlag für eine Tagesordnung an der Wand. Gibt es Alternativvorschläge zu dieser Tagesordnung von euch? Ich nehme das mal als Nein. Ja, ich glaube, wir haben zwischen den Wahlen immer mal wieder Pausen. Wer was erzählen will, meldet sich bei mir. Ich kriege das dann irgendwie unter. Da müssen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht abstimmen. Insofern würde ich die Tagesordnung dann jetzt abstimmen lassen. Wer ist dafür, dass wir uns diese Tagesordnung... möchtet ihr mal runterscrollen? Entschuldigung. Also das fehlt die Wahl.
Genau. Also es gibt auch keine aktuell, sind keine eingereichten Satzungsänderungsanträge. Danach kommt noch Neuwahl des Vorstands. Das ist der wichtigste Punkt. Der steht hier nicht drauf. Diese Tagesordnung findet sich auch im Wiki und ich verspreche euch, wir wählen einen neuen Vorstand, auch wenn es nicht steht. Insofern würde ich dann die Tagesordnung, die im Wiki steht, abstimmen, wenn wir das hier nicht hinkriegen, dass das da drauf steht. Ah, genau, jetzt geht es nach unten. Ah, also es wird noch ein neuer Vorstand gewählt, werden Kassenprüfer gewählt und aktuell Satzungsanträge und Programmanträge sind keine eingereicht worden, meines Kenntnisstandes. Aber als Punkt ist okay. Okay, können wir jetzt abstimmen? Super. Dann wer ist dafür für diese Tagesordnung? Okay, und wer ist dagegen? Super. Dann schaue ich auf diese Tagesordnung und stelle fest, wir kommen tatsächlich schon zum ersten Punkt, wo ihr mir nicht mehr zuhören müsst. Und zwar zum Tätigkeitsbericht des aktuellen Vorstandes. Ah, noch ein organisatorischer Hinweis von mir. Es gibt ja hier eine Versorgung mit Essen und Trinken und wer will, kann auch jetzt schon bei den Bedienungen Essen bestellen. Also es muss niemand verhungern. Die Karte ist leider, ist bestimmt irgendwo im Wiki, aber ich würde eher die Bedienung fragen, das geht schneller. Ja, nochmal Servus und Hallo. Ich hatte ja schon die Gelegenheit, euch hier zu begrüßen und möchte euch jetzt hier den Tätigkeitsbericht des aktuellen Vorstandes nicht vorenthalten und habe mir da etwas überlegt, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ja, unsere Amtszeit endet heute, weil wir Mitte letzten Jahres gewissermaßen die Amtszeitsverlängerung für die Wahlen von euch bekommen haben. Jetzt ist es Zeit, einen Bezirksvorstand, einen neuen Vorstand zu wählen, auch wenn dieser erst de facto ein halbes Jahr im Amt ist. Im ersten Teil meiner Rede möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Tätigkeiten des Bezirksvorstands im vergangenen halben Jahr geben und im zweiten Teil werde ich euch eine persönliche Einschätzung des Vergangenen nicht ersparen. Fangen wir mit dem Tätigkeitsbericht an. An erster Stelle stand sicherlich der Wahlkampf zur Bezirkstags-, Landtags- und Bundestagswahl. Wir haben hier große Materialbeschaffungen, deren Finanzierung, Erstellung, Verteilung und schlussendlich auch die Beseitigung der Plakate mit vielen zusammen koordiniert. Vielen Dank für alle, die da mitgeholfen haben. Die Fläche, die wir mit Plakaten versehen haben, war sehr groß und es hat sehr viel Spaß gemacht, an diesen Aktionen mitzuwirken. Auch gab es etliche Sammelbestellungen, bei denen ihr am Ende hoffentlich genügend Material hattet, um den Wahlkampf damit zu bestreiten. Natürlich fanden in dieser Zeit auch nach dem Wahlkampf viele Aktionen statt, die wir mitorganisiert hatten oder mitfinanziert haben. Darunter Demos, Infostände, Podiumsdiskussionen, Thementage, Pressekonferenzen und vieles, vieles mehr. Ein ganz wesentlicher Punkt im Bezirksverband ist die Verwaltungsarbeit. Die alltägliche Wahnsitzarbeit wird da von unserem Gensig und Schatzmeister geleistet. Und ich finde, da kann man auch nochmal einen Applaus loswerden. Wir haben für die Verwaltung auch einige Dinge neu geregelt, wie die Abgrenzung von Finanzmitteln der KV-freien Gebiete im Budget des Bezirksverbands und konnten bei der Vorbereitung und Zusammenlegung von einigen Kreisverbänden mitwirken, auch wenn die jetzt dann zumindest in einem Fall glücklicherweise nicht realisiert werden muss. Schlussendlich ist es uns noch gelungen, den Fortbestand der Geschäftsstelle in München zu sichern. Da trägt jetzt der Bezirksverband den Mietvertrag. Weil natürlich weiterhin der Landesverband wie auch der Kreisverband München an der Geschäftsstelle beteiligt sind, haben wir klare Regelungen untereinander getroffen. An der Stelle haben wir auch das RGS Mission Control Center geschaffen, sodass Entscheidungen bezüglich der Geschäftsstelle nun endlich transparent werden. All diese Dinge werden natürlich überragt von den Wahlen und ihren Ergebnissen. Ja, wir haben jetzt zwei Abgeordnete im Bezirkstag, die sogar an Ausschüssen mitwirken können. Für deren vergangene, aber auch kommende Arbeit möchte ich mich hier ganz herzlich bedanken. Eine Bezirksrätin ist, glaube ich, hier vor Ort. Vielleicht kommst du kurz auf die Bühne.
Ja, vielleicht sagst du ein paar Worte. Hallo, ich bin also eine von beiden. Ich bin die Gabi. Die Martina ist auf dem Weg. Die muss irgendwo hängen geblieben sein. Die will heute auch noch kommen. Ich möchte mich erstmal ganz arg bedanken, wie ihr uns im Wahlkampf unterstützt habt. Also nicht nur die Münchner, sondern auch ganz Oberbayern. Der Erfolg war ja nicht schlecht. In Oberbayern haben wir 2 Leute in den Bezirk bekommen, Mittelfranken und Schwaben jeweils einen. So ein ganz kleines Resümee von der momentanen Arbeit im Bezirk ist, es ist nicht demokratisch. Es hat nichts mit Demokratie zu tun, was da läuft. Der Bezirk Oberbayern wird CSU beherrscht. Die fehlenden Stimmen haben sie sich dadurch verschafft, indem sie eine Stunde vor der konstituierenden Sitzung einen Kooperationsvertrag mit der SPD gemacht haben. Im Gegenzug hat die SPD den Vizepräsidentenposten bekommen und 5 Aufsichtsratsposten in großen KBO-Kliniken. Somit ist es immer klar, wie die kuschelischen Abstimmungen im Bezirk laufen. Wenn wir was durchsetzen wollen, läuft es eher über, wir gehen mit wichtigen Leuten Kaffee trinken und versuchen da für unsere Ideen einen Grund zu finden. Oder bei anderen Sachen im Moment läuft es in einigen KBO-Kliniken richtig scheiße in der Psychiatrie. Die offizielle Anfrage an den Bezirk ist bisher immer noch nicht beantwortet, obwohl die Mitte 12 rausgegangen ist. Ja, und jetzt gehen wir halt über die Presse. Ich denke, das ist das Einzige, wo wir momentan wirklich was erreichen können. Und Martina sagt nachher auch nochmal was. Okay, viel Spaß noch beim Parteitag. Ja, ich finde es hochinteressant, wie da unsere Vorstellungen und die Realität kollidieren gewissermaßen. Da müssen wir noch viel verändern. Und genauso hat uns die Realität eingeholt. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil, abseits des Tätigkeitsberichtes, meine persönliche Einschätzung euch mitzugeben, dass ihr dieser Erfolg eben nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass wir bei den Wahlen nicht mal annähernd das erreicht haben, was wir uns vorgenommen hatten. Klar kann man auch sagen, von 0 auf 2% im Land und vom Bund und im Bund von 2,0 auf 2,2 sei auch irgendwie ein Erfolg. Aber ich glaube aber nicht, dass es das ist, für was die meisten hier im Saal hart gearbeitet haben. Ich bin jetzt 5 Jahre in der Partei, davon fast 4 Jahre in Vorständen unterwegs. Bitte erlaubt mir an der Stelle meine persönliche Einschätzung auszuführen. Klar haben wir viel im Wahlkampf getan, haben unsere Hausaufgaben gemacht, Plakate gehängt, Infostände besetzt, viele Aktionen gemacht und die Presse beackert. Dafür gilt euch wirklich mein großer Dank. Gestattet mir aber eine Frage. Haben wir wirklich an einem Strang gezogen? Einem Strang. Haben wir Politik gemacht? Haben wir klar kommuniziert, wer wir sind und was wir wollen? Oder haben vielleicht doch ab und zu Einzelne ihre eigenen Interessen und Schwerpunkte versucht, in den Vordergrund zu stellen? Streitigkeiten ausgetragen, in der Öffentlichkeit Uneinigkeit gezeigt. Der Zusammenhalt bei Aktionen wie bei der Plakatierung oder auch Infoständen ist großartig. Was uns aber fehlt, ist der Zusammenhalt auch in politischen Fragen, zumindest während eines Wahlkampfs. Für mich ist klar, auch wenn das aktuelle Thema gerade nicht mein Lieblingsthema ist, setze ich mich dennoch dafür ein, in der Hoffnung, dass bei den Themen, die mir wichtig sind, es andere mir gleich tun. In der letzten Zeit haben mich viele unserer Wähler, die nicht Partei, aber sind wir wirklich so unschuldig? Oder haben wir doch noch nicht richtig gelernt, wie man die Tools und die ganzen Dinge, die wir für uns in der Partei als alltäglich erachten, und aber dadurch zu Voraussetzungen für andere werden, uns zu verstehen? Dazu gehört auch, dass wir nur wenige Themen gleichzeitig kommunizieren dürfen. Und diese Themen, die wir da auswählen, sollten zumindest einfach und wenn es geht, nicht so stark mit Vorurteilen belastet sein. Und wenn wir das tun, bleibt dann wenig Zeit für Shitstorms, die auch noch am falschen Ort, nämlich in der Öffentlichkeit, ausgetragen werden. Beispielsweise 2 Wochen lang und breit über eine Flagge am Bundesparteitag zu streiten. Das bringt doch rein gar nichts. Wenn diese Energie in positive, öffentliche Aktionen gesteckt würde, dann hätten wir eine Chance. Bei all der Kritik nehme ich mich selbst nicht aus. Dennoch ist Einsicht der wichtigste Schritt, bevor etwas verändert wird. Einsicht, die wir alle tragen, die wir alle ungefähr gleich tragen. Diese Einsicht sehe ich wachsen, ja, auch wenn das lange dauert. Wenn wir so einige Dinge erkennen, können und werden wir uns weiterentwickeln.
Das stimmt mich trotz 5 Jahren Parteimitgliedschaft positiv. Wir können jetzt bei den Kommunal- und Europawahlen zeigen, dass wir und was wir gelernt haben. Lasst uns da zusammenhalten. Lasst die Leute, die ihr heute hier wählt, Entscheidungen treffen, die ihr dann aber auch umsetzt und euch daran haltet, ohne Shitstorms zu produzieren. Lasst uns diese Partei neu aufstellen, damit wir wieder Erfolg haben, damit wir dieses Land tatsächlich verändern können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen harten, aber erfolgreichen Wahlkampf. Ich bin dankbar, euch zu kennen und weiß, dass viele wirklich super Arbeit machen. Zusammen können wir das schaffen. Danke. Ja, jetzt besteht natürlich die Möglichkeit für die einzelnen meiner Vorstandsmitglieder hier noch vorzukommen und ihre eigene Sache noch vorzutragen, wenn ihr wollt. Wir haben das vorher schon gefragt, aber da wollte keiner, vielleicht wollte es jetzt doch spontan. Dann nicht, dann ist die Frage natürlich jetzt, bestehen Fragen von der Versammlung an den scheidenden Vorstand? Okay, dann ist das nicht so. Vielen Dank. Okay, dann übernehme ich wieder. Also ich frage jetzt noch, aber nö, wenn keine Fragen bestehen an den aktuellen Vorstand, dann wäre der nächste Punkt, dass die Rechnungsprüfer, die natürlich jetzt nicht so viel Zeit hatten, sich das anzuschauen, die aber glücklicherweise die Kassenprüfer von letztem Mal auch sind, jetzt vorkommen und sagen eben, was Sie gefunden haben und ob Sie die Entlastung des Vorstands empfehlen würden oder nicht. Komm ruhig nach oben, oder? Da ist leider keine Treppe. Okay, hallo. Gestern haben wir eine Kassenprüfung gemacht. Die letzte Kassenprüfung war im Juli vor dem vorangegangenen Bezirksparteitag und geprüft haben der Tommy und ich. Wir sind insgesamt 3 Kassenprüfer, aber es haben natürlich nicht immer alle Zeit und deswegen Punkt 1 mal an die Versammlung, ruhig 4 oder 5 wählen, denn es hat schon Vorteile, wenn es mehr Kassenprüfer gibt. Es können nicht immer alle und mehr Augen sind kritischer als weniger Augen. Gut, das Zweite, was wurde geprüft? Es gibt 4 Bankkonten und eine Barkasse, das haben wir alles geprüft. Es gibt eine sehr ausführliche Kontrollliste, nach der man hier vorgeht. Und ich habe jetzt das schon ein paar Mal mittlerweile gemacht. Das ist ganz interessant, dass man natürlich auch was dazulernt. Und deswegen ist auch wichtig, dass hier das ein bisschen Kontinuität da ist. Wichtig ist, wir haben geprüft auf Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und dass alles lückenlos ist. Es ist alles nach einem nachvollziehbaren Ordnungsprinzip, Finanzbuchhaltung, Kontoauszüge und Belege vorhanden. Dann möchte ich noch kurz dazu sagen, dass es insgesamt im Ergebnis alles sehr lobenswert geführt wurde. Es gibt natürlich ein paar Optimierungsmöglichkeiten, generell waren wir aber sehr positiv zufrieden. Abweichungen haben wir keine festgestellt und ja, insgesamt kann man sagen, sehr positiv ist auch, dass das sehr transparent durchgeführt wird. Das heißt, es werden dann auch die Kassenprüfberichte immer im Wiki hinterlegt. Ihr könnt also alles, was bisher gewesen ist, einsehen und auch den jetzigen Bericht, der wird auch in den nächsten Tagen sicherlich da sein. Gut, dann haben wir noch paar Verbesserungsmöglichkeiten gefunden, haben das notiert und ich denke, es macht auch Sinn, auch diese Kassenprüfungen weiter zu optimieren. Abschließend ist an den Parteitag zu sagen, dass wir Kassenprüfer zum Ergebnis gekommen sind, dass die Vorstandschaft entlastet werden kann. Danke. Ich frage schnell, bevor er von der Bühne eilt, sind von der Versammlung Fragen jetzt an die Kassenprüfer oder der Kassenprüfer, der oben steht? Gut, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter im Text. Also es geht super schnell heute. Und zwar kommen wir jetzt zur
der Frage, ob ihr den aktuellen Vorstand, ob ihr den entlasten wollt. Wer den aktuellen Vorstand entlasten wollt, stimmt dann mit der grünen Karte dafür. Okay, super. Und Gegenprobe? Damit ist der alte Vorstand entlastet. Ja, ist schon ein Applaus wert, ne? So, laut Tagesordnung ist der nächste Punkt Satzungsänderungsanträge, die die Größe des Vorstands betreffen. Nach meinem Kenntnisstand liegen keine solche Satzungsänderungsvorträge vor. Es wurde keine eingereicht. Hat jemand einen solchen Antrag eingereicht und wurde übergangen? Ist auch nicht der Fall. Dann nähern wir uns langsam schon der Wahl des neuen Vorstandes. In der Tagesordnung war dieser Punkt nach der Mittagspause von 13.30 Uhr bis 14 Uhr vorgesehen. Deswegen haben wir den ganzen Vorstand entlastet. Also ich glaube, das ist okay, kann man so machen. Also im Protokoll ist die Vorstandswahl erst nach der Mittagspause vorgesehen. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir das vorher angehen. Es gibt jetzt in der Satzung des Bezirksverbands Folgendes. Es gibt folgende Posten, die feststehen. Das ist der Vorsitz, das ist der stellvertretende Vorsitz, der Schatzmeister, der politische Geschäftsführer und der Generalsekretär. Und es gibt optional Beisitzer. Was in der Satzung meine Einschätzung ist, dass aber alle Piraten oder die meisten Piraten bei Tagesordnung durchaus wissen, dass sie sich ändern können und dass wir die Wahl auch jetzt machen können. Ich würde aber im Zweifelsfall einfach mal ein Meinungsbild euch fragen. Also wollt ihr, weil das im Wiki stand, okay, dann mache ich das Meinungsbild, oder wollt ihr bis 14 Uhr warten mit der Vorstandswahl, dann mit Gelb stimmen und Grün, Entschuldigung, und wer dagegen ist und jetzt das machen will mit damit. Also das Meinungsbild ist klar, dass wir jetzt weitermachen. Und ich denke auch, dass jetzt nicht so viele Piraten extra erst nachmittags kommen. Also hoffe ich zumindest. Jemand ein anderes Verfahren möchte, also erst über die Anzahl der Beisitzer, kann er gerne ans Mikrofon gehen oder da. Ist das an? Aber dann mache ich es so. Okay, gut. Also ich würde schon gerne vorher dem Vorstand das mitgeben, damit auch die Kandidaten, die sich da bewerben, wissen, auf wie viele Schultern sich die Arbeit verteilt. Punkt 1 und Punkt 2 ist es, kann sich doch durchaus ergeben, dass nach der fünften Vorstandswahl es spät geworden sein könnte. Ich möchte nicht von der Lust und Zeit es abhängig machen, der Versammlung, ob wir dann noch zwei Beisitzer wählen. Also ich würde es von vornherein gerne abstimmen lassen. Okay, also ich als Versammlungsleiter, mir ist das relativ wurscht. Gibt es da noch andere Meldungen, Wortmeldungen? Okay, Abstimmung. Dann wer ist dafür, dass wir jetzt bestimmen und reden, wie viele Beisitzer wir wollen? Der hebt die grüne Karte. Und wer möchte erst, wenn wir die anderen Posten schon gewählt haben, über die Beisitzer bestimmen? Ja, sorry. Gut. Dann, in der Satzung steht nur, man kann optional Beisitzer wählen. Das ist 1 bis unendlich. Im letzten Vorstand hatten wir 2 Beisitzer. Gibt es Vorschläge aus der Versammlung, wie viele Beisitzer ihr wollt? 2. Okay, hat jemand eine andere Meinung wie 2 Beisitzer? Nein, okay, dann frage ich es einfach, dann mache ich jetzt ein kleines Approval. Wer ist dafür, dass wir einen Beisitzer wählen in den neuen Vorstand? Hebe die grüne Karte. Wer ist dafür, dass wir 2 Beisitzer in den neuen Vorstand wählen?
Super, danke. Und wer ist dafür, dass wir mehr als zwei Beisitzer wählen? Okay, das ist eine ganz klare Mehrheit für zwei Beisitzer. Dann würde ich das nochmal getrennt abstimmen und endgültig. Also, wer ist dafür, dass wir heute zwei Beisitzer in den Oberbayerischen Vorstand wählen werden? Und wer ist dagegen? Gut, damit wählen wir zwei Beisitzer. Wie bisher. Seid ein bisschen langweilig, liebe Versammlung. Gut. Dann, ja, es gibt immer noch keinen Skandal. Also ihr müsst mich bremsen, wenn ihr irgendwelche andere Sachen machen wollt. Aber ansonsten kommen wir zur Wahl. Dann kommen wir zur ersten Wahl, nämlich zur Wahl des Vorsitzenden. Das Wahlverfahren, oder ich frage erst mal, wer alles kandidieren möchte und würde die Kandidatenliste für den Vorsitzenden eröffnen. Auf die Bühne mit euch. Nicht so viele auf einmal. Also ich sehe jetzt schon mal Dietmar Hölscher und Klaus Signatz als Kandidaten für den Vorsitzenden. Gibt es noch weitere Kandidaten für den Vorsitzenden? Okay, ich lasse die Kandidatenliste trotzdem erstmal noch offen, aber ich würde sagen, dann gebe ich den beiden Kandidaten jetzt Zeit, sich vorzustellen und danach könnt ihr Fragen einzustellen. Hi und hallo. Ich bin Dietmar Hölscher und ich bin derzeit noch stellvertretender Vorsitzender in München. Ich habe den letzten Wahlkampf in München organisiert. Ich glaube, das habe ich ganz ordentlich gemacht. Ich bin beruflich Projektleiter beim Land Bayern. Ich kann Dinge organisieren, ich kann mit Teams arbeiten und ich kann auch Teams leiten. Ich weiß, wie Teams funktionieren, ich weiß, wie sie nicht funktionieren und ich glaube, das ist das Entscheidende. Thematisch habe ich mich in München mit Kommunalpolitik beschäftigt und die wiederbelebt, das war dringend notwendig. Und ansonsten bin ich Verkehrsmensch, da komme ich her und da kann ich ja ganz gut mitreden. Meine Ziele, ja, wir sind jetzt mitten in der schlimmsten Phase des Kommunalwahlkampfs, wir brauchen Unterstützerunterschriften. In den meisten Kreisen sieht es eher nicht gut aus. Es werden wahrscheinlich nur einige schaffen. Wir werden als Bezirksverstand nicht mehr groß unterstützen können. Aber wo noch was geht, da machen wir das. Und natürlich auch sonst. Ich möchte in die gleiche Kerbe hauen, in die der Walli schon gehaut hat. Wir sind ein Haufen toller Leute. Wir haben wahnsinnig viele Leute, die wirklich gut arbeiten können, ganz tolle Positionen herausbringen. Leider kommt das nicht sehr koordiniert rüber. Es gibt Kommunikationsprobleme, es ist schwer, überhaupt noch alle Mitglieder zu erreichen. Es ist schwer, auf ein Level zu kommen, es ist schwer, dass wir alle an einen Strang ziehen. Das müssen wir wieder irgendwie erreichen. Und das ist was, was wir uns ganz groß auf die Fahnen schreiben müssen, nicht nur ich, sondern alle. Es wird jedem schon passiert sein, dass in seinem Umfeld, wenn er mit anderen Menschen in Kontakt gekommen ist, sei es mit anderen Parteien oder irgendwelchen Leuten, dann kam die Antwort, ja, sie sind ja ganz in Ordnung, mit ihnen kann man arbeiten, aber diese Partei, das muss aufhören. Das muss wieder ordentlich werden, das muss wieder sein, oh, ein Pirat, der hat was zu sagen, das muss was sein. Und dazu müssen wir an einem Strang ziehen, um wieder auf eine gute Außendarstellung zu warten, bis irgendein Vorstand auf den Balkon tritt und uns einen Segen gibt.
Wir können aber auch einfach das ordentlich machen und so vorangehen. Auch wenn es ärgerlich ist, wenn in anderen Verbänden das noch nicht passt. Wir sind in Oberbayern und wir müssen hier zusehen, dass es passt. Wobei ich Oberbayern nicht als besonders unkoordiniert empfinde. Es macht mit jedem von euch Spaß zu arbeiten. Ich hatte hier noch nie große Probleme, dass ich die Leute finde. Aber auch wir können was verbessern. Es gibt immer wieder Diskussionen über gewisse Richtungsstreitigkeiten. Ich sehe es nicht so dramatisch. Anstatt gegeneinander sollte man mehr miteinander arbeiten und unsere positiven Dinge zusammennehmen. Es braucht keine Diskussion, ob links oder rechts, sondern was ist vernünftig und was ist richtig und was wollen wir machen. Das ist der Punkt, den ich eigentlich mitnehmen möchte. Und dazu werden wir gemeinsam auch, bin ich überzeugt davon, auf eine Linie kommen. Und wir werden auch die Mitglieder, die nicht so hundertprozentig auf Linie sind, nee, Linie sind, fällt mir nicht, die gegen den Willen oder den Beschluss der Mehrheit ihre eigenen Ziele durchdrücken wollen, die werden wir auch mitnehmen. Ohne großen Shitstorm, ohne Gewalt, sondern einfach indem wir auch die überzeugen. Ich halte es für ganz wichtig, gerade diese Leute, die oft das Quertreiber empfinden, werden einzubinden. Die haben auch was Tolles beizutragen. Das sollte man machen. Politisch bin ich ein überzeugter Anhänger der Freiheitsrechte. Wer seine Meinung nicht mehr frei äußern kann, der ist nicht frei. Damit fängt alles an. Und wer überwacht wird, kann seine Meinung nicht mehr frei äußern. Die fortschreitende Technologie stellt uns vor neue Herausforderungen. Jeder, der an irgendeiner Demo teilnimmt, lebt heute in der Gefahr, dass er sich das 10 Jahre später vorhalten lassen muss. Weil er gefilmt wurde, weil sein Gesicht gescannt wird, weil er erkannt wird. Mit diesen Problemen und noch 1000 anderen, die im letzten Jahr ganz klar auf den Tisch gekommen sind, müssen wir arbeiten und müssen eine Position finden, die es uns ermöglicht, weiterhin in Freiheit zu leben. Ich bin ein großer Freund der Basisdemokratie, sehe allerdings in dieser Partei gelegentlich ein gewisses Missverständnis. Basisdemokratie heißt, dass wir uns alle auf etwas einigen und das dann auch machen. Nicht, dass jeder macht, was er gerade lustig ist. Transparente Arbeit. Ich danke generell dem vorherigen Bezirksvorstand, der viel Vorarbeit geleistet hat, der viel geleistet hat, der viele Dinge in die Wege geleitet hat und auch in Transparenz einen guten Schub nach vorne gemacht hat. Und das will ich fortsetzen. Ja, zum Schluss hätte ich noch eine Bitte. Wen immer ihr jetzt in diesen Vorstand wählt, wählt ein gutes Team. Hallo, liebe Piraten. Ich bin Klaus Segertz. Bin seit 2009 in der Piratenpartei, ich war vorher nicht in der politischen Partei, bin seit 2012 aktiv im Kreisverband München-Land, bin dort seit vielen Dingen einfach mit den ganzen Kreisverbandsdingen bewandert und mein Ziel ist es und meine Fähigkeit, die ich als Vorstand einbringen könnte, ist Menschen zu begeistern, Informationen weiterzutragen, unsere Idee an die Menschen zu bringen und weniger mit dem, was sich Dietmar jetzt gerade als Thema auch ausgeguckt hat, sich mit internen Querelen beschäftigen. Wir müssen unsere Ideen, wir müssen unsere Begeisterung, wir müssen unser Engagement nach außen tragen, damit wir die Menschen begeistern, dass sie sagen, jawohl, wir brauchen die Piraten, wir brauchen Piraten, die uns inhaltlich weiterbringen.
Und nur wenn wir es schaffen, dass wir die Piraten inhaltlich weiterbringen, dass wir unsere Überzeugung nach außen tragen, dann haben wir eine Chance, auch etwas politisch zu bewegen. Wir haben es vorhin gesehen an den Worten von unseren Bezirksleuten. Man sitzt als kleine Partei auf einmal in einem Gremium, wo man relativ wenig zu melden hat. Das wird, solange wir so eine kleine Partei sind, mit relativ geringem Stimmanteil, auch so bleiben. Und unser Ziel muss es sein, langfristig in die Entscheidungsgremien reinzukommen. Und wir haben mit dem Kommunalwahlkampf, wir haben mit der Europawahl, wir haben mit der langen Durchstrecke bis zu den nächsten Landtags- und Bundestagswahlen sehr dicke Bretter vor uns, die wir bohren müssen. Und da können wir uns die Bohrleistung nicht verschenken, indem wir uns intern bekriegen. Meine Fähigkeit ist es, Menschen zu begeistern. Meine Fähigkeit ist es, Informationen weiterzutragen. Wie gesagt, ich bin seit einiger Zeit im Kreisverband München-Land. Man hat mir also deswegen auch diesen Titel hier verliehen, Diplomat im Sinne von integrieren und Leute nicht ausgrenzen und ausstoßen. Wichtig dabei ist, Demokratie bedeutet Respekt und Toleranz. Demokratie bedeutet, dass einmal getroffene Entscheidungen auch so weitergetragen werden und nicht immer wieder sofort zerredet werden, nur weil einer dabei ist, dessen Meinung nicht mehrheitsfähig war. Demokratie bedeutet Konsens. Demokratie bedeutet, dass wir Dinge weitertragen. Und Demokratie bedeutet auch, Sebastian, darf ich dich mal um die Klobürste bitten? Demokratie bedeutet auch, dass wir... Demokratie bedeutet auch das, was diese Klobürste symbolisiert in Hamburg. Diese Klobürste sagt uns einmal, man kann damit braunen Dreck zur Seite räumen, und zum anderen sagt sie uns, die Freiheitsrechte, die wir haben in Deutschland, die durch Gesetze von Mehrheitsgruppierungen egalisiert worden sind, die dürfen wir nicht ignorieren. Und die Klobürste in Hamburg ist ein Beispiel dafür, dass es ein Problem ist, für mich auch ein Problem, wenn Dinge uns aufoktroyiert werden mit Regelungen, die eigentlich das demokratische Grundverständnis in Frage stellen. Mir ist es wichtig, dass wir einen Bezirksvorstand bekommen, der integrativ ist, der zusammenarbeiten kann. Um es gleich vorwegzunehmen, ich kann auch mit dem Dietmar zusammenarbeiten. Er kann mich, glaube ich, auch jetzt, also wir können miteinander zumindest. Und ihr habt heute letztendlich die Entscheidung zwischen einem Vorstand, der die Weisheit und das Alter hat, wie es ich habe, oder die jugendliche Dynamik und den jugendlichen Charme, wie es der Dietmar hat. Man muss nämlich wissen, und es ist kein Witz, Dietmar ist einen Tag jünger als ich. Vielen Dank. Bevor wir zur Befragung kommen, würde ich noch einmal fragen, ob es noch weitere Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden im Bezirksverband Oberbayern gibt. Wer jetzt nicht zur Bühne stürmt, dann würde ich die Kandidatenliste für den Vorsitzenden schließen. Und nachdem wir jetzt alle Zeit der Welt haben, da stehen zwei Mikrofone für euch, befragt die Kandidaten nach Lust und Laune. Frage an beide. Würdet ihr auch einen anderen Posten übernehmen, wenn er nicht als Vorsitzender gewählt wird? Ja, würde ich. Selbstverständlich, weil wir nur als Team überzeugen können. Frage an dich, Klaus-Peter. Hast du vielleicht ein Beispiel, wie du die Leute konkret begeistern willst? Also von einer Aktion, oder wie du sie schon begeistert hast? Also wir haben im Kreisverband München-Land, kam unsere Schatzmeisterin vor der Landtagswahl auf uns zu. Mensch, da gibt es eine Podiumsdiskussion von der Volkshochschule im Rathaus in Ottobrunn. Die wird veranstaltet eben von der Volkshochschule, ist ja eine öffentliche Einrichtung.
Da sind wir nicht eingeladen worden, lass uns da mal hingehen. Dann haben wir uns also letztendlich da kurzfristig eingeladen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, was man dann auch in dem Zeitungsartikel danach sieht, zu transportieren. Wir als Piraten boten. Und ich konnte auch klar machen, warum es wichtig ist, dass wir als Piraten in Parlamenten vertreten sind. Einfach weil wir nur, wenn wir an Informationen rankommen, sei es im Kreis, sei es in der Gemeinde, sei es im Landrat, sei es im Landtag, wenn wir nur dann an Informationen rankommen, die wir hinterfragen können. Sonst können wir Fragen, die wir stellen möchten, nicht stellen, weil uns die Informationen fehlen. Und das konnte man ganz gut transportieren, einfach auch in so einer öffentlichen Stegreifveranstaltung. Man muss wissen, die Claudia hat mich am Sonntag angerufen und wir standen am nächsten Tag um 18 Uhr da auf der Bühne. Vielen Dank. Ich möchte die erste Frage noch ergänzend befragen. Für welche anderen Posten, falls ihr jetzt nicht gewählt werdet, möchtet ihr nach aktuellem Stand noch kandidieren? Gut, ich würde noch für den Stellvertreter und für den Beisitzer kandidieren. Schatzmeister ist ein Prinzip von mir, das mache ich nicht. Da bin ich mal ganz böse auf die Schnauze gefallen. Und Gensek, glaube ich, gibt es gute Kandidaten. Gut, ich sehe das ähnlich wie der Dietmar. Schatzmeister bin ich nicht der richtige Typ dafür. Generalsekretär haben wir gute Kandidaten, also Beisitzer oder Stellvertreter kann ich mir vorstellen. Also servus, meine Frage auf die Kandidaten, eine Frage. Bis hier in Bezirk Oberbayern, die Mailingliste in Forum, ist es gesperrt für Basisdemokraten. Okay. Jetzt aber ist in der Zukunft was ändern daran oder bleibt so wie der ist? Weil der Wali hat mir mit dem Wali versprochen, der wird wieder veröffentlicht, aber leider bis jetzt hat nicht getan. Und das ist in ganz Deutschland, ist es offen, das Forum, aber in der Bezirk Oberbayern ist gesperrt. Das ist unberatig. Also, um mal aufzuklären, um was es da geht. Es ist so, dass wir früher ja eine Mailingliste hatten, oder eine andere Mailinglistenstruktur als jetzt. Also wir haben das etwa vor 1,5 Jahren umgestellt. Vorher war es so, dass dieses Unterforum bzw. Oberforum in diese Forensoftware, da sollte niemand reinposten, weil dahinter keine Mailingliste stand. Jetzt ist es in der Konfiguration dann geändert worden, dass eine Mailingliste genau dieses Übersichtsforum repräsentiert. Und man kann das auch mit dem News-Server beschreiben und man kann die Mailingliste benutzen. Nur ist es so, dass ich sagen wir mal, gefühlt jeden Monat oder ja, mittlerweile alle 2 Monate, gebe ich es zu, ich könnte mehr dahinter sein, eine Mail an den Bundes-IT-Support schreibe und darum bitte, auch im Forum wieder das Posten zuzulassen. So, und seitdem passiert nichts. Es gibt auch im Forum mehrere Beiträge von mir, in dem Support-Abteilung des Forums, bitte das wieder freischalten. Mei, ich habe keinen Admin-Zugriff auf den Server, deshalb kann ich es nicht selber. Also ja, wir werden uns weiter darum kümmern, dass das wieder zum Posten freigeschalten wird. Also ich zumindest. Also es ist selbstverständlich klar, dass wir Foren haben, in denen auch der Name entsprechend Foren, Informationen ausgetauscht, diskutiert werden. Was aber nicht heißt, dass es vielleicht auch Mailinglisten gibt, die rein informell sein können. Wo es einfach darum geht, Informationen weiterzutragen, dass auch bestimmte Piraten, die jetzt nicht solche Diskussionsbeiträge möchten, einfach nur gezielt Informationen kriegen. Aber unabhängig davon muss es auch immer eine Diskussionsplattform geben. Ganz einen Punkt. Dietmar, leider, du hast mich enttäuscht mit deiner Rede. Und ich finde, das ist unpiratisch war. Tut mir leid. Also, wir können es nur versuchen zu ändern. Wally hat es ausgeführt, wenn es an administrativen Problemen scheitert, wir kochen auch nur mit Wasser. Oder du? Weihwasser? Nein, auch ich habe kein Weihwasser. Das ist immer abhängig von der Administration des Forums. Wir können auch nur hinterher sein, dass das wieder entsprechend eingerichtet wird. Okay, ein Pirat auf dem letzten Landesparteitag hat den denkwürdigen Satz gesagt, man hätte ihn mit Ordnungsmaßnahmen einfangen müssen.
Wie seht ihr das Ordnungsmittel, das Mittel Ordnungsmaßnahme und haltet ihr, würdet ihr auch Rügen und Verweise in Zukunft mal einsetzen, wenn es nötig ist? Schwieriges Thema. Grundsätzlich, Ordnungsmaßnahmen kann es nur geben, wenn es auch in irgendeiner Form einen Kläger gibt oder jemand, der das gerne motiviert weitertreiben soll. Es gibt natürlich Fälle, wo dann es gibt ja in der Satzung die Regelung, dass die niedrigste Gliederung sich darum zu kümmern hat. Das heißt, es wird viele, oder es kann Fälle geben, wo sich der Bezirk darum zu kümmern hat. Da muss man halt dann zusammen mit den Vertrauensleuten eine vernünftige Lösung finden. Na, die Frage ist immer, warum gibt es Ordnungs-, ist es eine Eskalierung von persönlichen Streitigkeiten oder ist es wie auch immer ein Verhalten, das muss man im Einzelfall betrachten, da gibt es keine pauschale Lösung. Gut, ich möchte mich anschließen, ich bin doch eigentlich derjenige, der immer nochmal auf die Leute zugeht, nochmal versucht mit ihnen zu reden. Meistens schaffe ich auch, dass man Missverständnisse aus der Welt räumt, dass man die Dinge klärt. Es mag sein, dass ich das in Zukunft nicht mehr immer schaffe, dann wird man auch mal über Ordnungsmaßnahmen nachdenken müssen. Bevor ein ewig schwelender Streit tobt, muss man den auch mal klären oder muss sich im schlimmsten Fall auch mal trennen. Kurze Frage, ihr kandidiert ja für das Amt des Vorsitzenden. Als Vorsitzender von Oberbayern könnt ihr so ein bisschen die Richtung mitbestimmen, in die das Ganze auch in Oberbayern geht. Habt ihr konkrete Aktionen oder Pläne, die ihr als Vorsitzender gerne umsetzen möchtet in den nächsten Jahr, die ihr uns erläutern könntet? Konkrete Aktionen und Pläne ist natürlich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich möchte, dass der Bezirk weiter in einer guten Struktur funktioniert, dass er handlungsfähig ist, dass er Ziele umsetzen kann. Eine Richtung, in die ich gehen möchte, ist natürlich diese berühmten Kernthemen, Freiheit, Bürgerrechte, Transparenz, Teilhabe. Das ist das, was ich finde, was wir tun sollten. Also für mich ist ein wichtiger Punkt, dass wir bestimmte Dinge, die wir in sehr vielen Organisationen doppelt, dreifach, mehrfach machen, dass wir versuchen, hier ein Strukturierungsangebot zu geben. Praktisches Beispiel, viele Kreisverbände, kleine lokale Gruppen betreiben eigene Webseiten und ich bin jetzt die letzten Tage über einige Webseiten von Piraten Unterorganisationen, nenne ich es mal so, gestolpert, die zum Beispiel kein gültiges SSL-Zertifikat haben. Das ist so eine Geschichte, wo man einfach solche organisatorischen Dinge weitertreiben kann, einfach um die Piraten, die aktiv sind, von wiederkehrenden, wiederholenden Aufgaben zu entlasten, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir möchten, nämlich unsere Forderung nach Transparenz, unser Bestreben, demokratische Strukturen in den verkrusteten öffentlichen Demokratiestrukturen zu erreichen, dass wir das einfach aufbrechen können und dafür die Zeit und die Kraft haben. Vielen Dank. Der Bezirksverband Oberbayern hat ja mittlerweile die Oberhand über die Landesgeschäftsstelle in München. Würdet ihr die Landesgeschäftsstelle auch langfristig unterstützen? Geschäftsstelle ist ein wichtiger Integrationsfaktor. Also ich weiß es von vielen Piraten, die an einer Geschäftsstelle in ihrer räumlichen Nähe, und das ist nicht nur München, eine Identifizierung mit Piraten haben und die einfach auch da eine Kommunikationsplattform haben. Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben, Räumlichkeiten für Organisationen, für Treffen, für Versammlungen zu haben, wo wir relativ unabhängig sind von dem Wohlwollen oder der Verfügbarkeit von Kneipen. Umgekehrt haben wir aber natürlich das Problem, wir können nur das unterstützen und betreiben, was wir uns auch finanziell leisten können. Und ich sehe jetzt nicht den Spender, der uns sagt, wir haben jetzt gerade 50.000 Euro übrig und wir finanzieren damit eine Geschäftsstelle für bestimmte Zeit. Das ist eine Entscheidung, wo wir sagen müssen, wir müssen uns auf unsere Möglichkeiten fokussieren, wir müssen aber dieses Angebot in irgendeiner Form aufrechterhalten. Ob das eine Geschäftsstelle ist, so wie wir sie heute kennen,
oder ob sich die wandeln wird, verändern wird. Da gibt es viele Ideen, die sehr kontrovers diskutiert werden. Da muss man einfach einen guten Konsens finden. Wir müssen auch daran denken, Oberbayern besteht nicht nur aus München. Wir haben selbstverständlich auch andere Regionen, wo wir sehr aktive Piraten haben. Auch die brauchen eine Heimstatt, in der sie sich treffen, austauschen können. Da muss man einen guten Kompromiss finden. Patentlösung wird es keine geben. Das wird man in der Diskussion in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten finden müssen. Ja, wir sind die Problematiken rund um die S71 durchaus bekannt und bewusst. Der bestehende Bezirksverband hat ja, oder beziehende Bezirksvorstand hat ja die Weichen für die nächste Zeit gestellt. Diese Geschäftsstelle kann weiter existieren auf absehbare Zeit. Was langfristig kommen wird, wird man dann diskutieren müssen, wenn es soweit ist. Ich finde eine Geschäftsstelle im Bezirk sehr wichtig, einfach als zentralen Faktor, dass man irgendwas hat, wo man ein Büro hat, wo man seine Angelegenheiten regeln kann, wo man auch zuverlässig Ansprechpartner hat. Wir sollten uns allerdings mit einer Geschäftsstelle, was ja jetzt gemanagt worden ist, nicht verausgaben. Eine Geschäftsstelle ist kein Selbstzweck, die dient einem gewissen Zweck. Und was darüber hinausgeht, ist ein bisschen ungünstig. Wie der Klaus schon gesagt hat, es gibt nicht nur München, Oberbayern. Man muss sie auch so einrichten, dass es allen, dass es ganz Oberbayern nutzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir da was nachbessern. Okay, dazu hätte ich gleich eine Folgefrage, weil die Antwort jetzt von Klaus ein bisschen schwer zu verstehen war. Habt ihr vor konkret, wir haben ja jetzt, wie der Dietmar schon gesagt hat, die Weichen schon gestellt für die Landesgeschäftsstelle, die wir jetzt in München haben, die zu finanzieren über zumindest das nächste Jahr. Ich weiß nicht, wie vertraut, Klaus, du jetzt mit den Details bist, die da ausgehandelt wurden. Habt ihr vor, an diesen Beschlüssen, die da dranhängen, vom Bezirksverband, Kreisverband und Landesverband, die Geschäftsstelle sicherstellen, habt ihr vor, an diesen Beschlüssen etwas zu ändern oder da konkrete Veränderungswünsche oder wollt ihr es bei denen erstmal belassen und das MCC, Mission Control Center, was da beschlossen wurde, erstmal die Arbeit machen lassen? Es ist selbstverständlich keine gute Idee, eine Lösung, die erstmal gefunden und getroffen worden ist, sofort wieder in Frage zu stellen. Das ist ganz klar. Wir werden aber spätestens, wenn die nächste Fälligkeit der Vertragsverlängerung auf uns zukommt, rechtzeitig im Vorfeld uns drüber den Kopf machen müssen. Wie können wir das organisatorisch, inhaltlich, finanziell stemmen? Ich schließe mich im Endeffekt an. Die aktuellen Beschlüsse sind mit harten Rücken zwischen den Verbänden zustande gekommen. Es wäre nicht sehr weise, dieses Wort wieder zu kippen. Ich habe nach wie vor ein großes Problem mit der Mitgliederverwaltung. Ich finde es einfach lästig, wenn man unterwegs Leute trifft, die sagen, ich bin schon seit einem halben Jahr Mitglied in deinem Kreisverband und du hast mich noch nie angerufen. Oder dass sie sagen, ich habe vor einem Jahr mal eine Bescheinigung ausgefüllt, dass ich Mitglied werden will. Ich habe seitdem nichts mehr gehört von der Piratenpartei. Anscheinend kann man da zentral nichts ausrichten. Habt ihr da eine Idee, was zu ändern? Wir können natürlich nur auf den Bereich Oberbayern Einfluss nehmen. Und die Mitgliederverwaltung ist primär Sache des Generalsekretärs. Ich werde natürlich nach meinen Kräften unterstützen und auch zusehen, dass die Arbeit sauber läuft. Das ist eine reine Verwaltungstätigkeit. Ich kann jetzt keinen großen Masterplan aus dem Arm zaubern, wie es besser wird. Man kann nur dranbleiben, dass es wirklich zeitnah abgearbeitet wird und dass diese Dinge, die Oberbayern betreffen, sofort erledigt werden. Also wir haben in der Piratenpartei in den letzten 2 Jahren sehr schwierige Jahre hinter uns. Wir haben extreme Zuwächse an Parteimitgliedern, gerade 2012, die bestehende Struktur schlicht und einfach überfordert haben. Das Verwaltungsteam Bayern, so wie ich das kenne, so wie es sich momentan aufstellt, ist dabei, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, die wir klären müssen. Was betrachten wir Mitglieder, die vor 5, 6, 3 Jahren irgendwann mal einen Mitgliedsantrag ausgefüllt haben und die sich nie wieder aktiv gemeldet haben, die noch nie einen Mitgliedsbeitrag bezahlt haben? Wollen wir die weiterhin als Mitglieder führen?
Ich denke, hier ist das Verwaltungsteam Bayern ganz gut im Rennen, um das einfach neu zu strukturieren, um das aufzuräumen, um dieses lästige Delay zwischen, es nimmt jemand Kontakt mit der Partei auf und er hört dann nichts mehr, was ein Fiasko ist, muss ich dir zustimmen. Und da ist natürlich auch eine Geschäftsstelle ein wichtiger Ort für eine solche Integration, wo einfach die Räumlichkeiten und die Verwaltungsstruktur geschaffen wird. Wir als Bezirksverband Oberbayern können das nur unterstützen, die Verwaltungsteams, indem wir eine vernünftige Arbeit als Schatzmeister und Generalsekretär anbieten und hier die lokalen Verbände, sei es Kreisverbände oder verbandslose Regionen, optimal unterstützen. Also zur Erinnerung, wir hatten mal ein Bezirkstreffen der Vorstände von Oberbayern. Und da war ein wichtiges Thema bei einer Themensammlung Mitgliedermarketing. Und dann ist da nie mehr was davon gekommen. Daraufhin habe ich mich innerlich ziemlich zurückgezogen, möchte ich einfach gestehen. Und da nage ich heute noch dran, ja, dass also da einfach so wenig passiert, weil ich, wie gesagt, so einzelne Situationen habe, wie ich vorher beschrieben habe. Und dann habe ich mich halt im Bundesvorstand gewandelt. Die haben wieder gesagt, Landesverband ist zuständig. Also es ist für mich ein bisschen undurchsichtig. Es ist eine Mischung zwischen meinem eigenen Engagement als einfaches Parteimitglied und dem, was erwarte ich von denen, die die Dinge organisieren und weitertreiben. Derjenige, der organisiert, ist darauf angewiesen, auf die Unterstützung der Basis und umgekehrt. Da muss man einfach die Leute an die Hand nehmen, Angebote machen, ist eine Aufgabe. Andere Frage. Vielleicht ist es okay so. Ich wollte es mal thematisieren. Anderes Thema ist für mich, wir haben ja, oder Dietmar, du hast auch die Aussage gemacht, dass wir erwarten dürfen, dass wir bei den Wahlen nicht so gut abschneiden, dass wir also überhaupt nicht zur Wahl kommen, mangels Unterschriften. Gibt es bei euch im Kopf Strategien, wie man anders arbeiten könnte? Ja? Also ich sammle zum Beispiel momentan politische Aktivitäten, die alternativ sind, und ich denke, wir sollten auch in der Weise systematischer noch vorgehen. Strategie, wir sind nicht über ganz Oberbayern so aufgestellt, dass wir solche Listen stemmen können. Das ist einfach so. Es ist natürlich jeder Verband ganz stark daran interessiert, dass er in sein eigenes Rathaus, in seinen eigenen Kreistag einzieht. Beides geht nicht zusammen. Man sollte sich, wenn wir wieder vor so einer Wahl stehen, vielleicht ein bisschen abstimmen, wo sind die Verbände, die stemmen können, und dass der Rest dann vielleicht zurücksteckt und sagt, okay, die unterstützen wir, Hauptsache wir kommen dort rein, statt nirgends. Oder statt in beiden Verbänden nicht. Ich fragte eigentlich, habt ihr Konzepte, die dann aufgrund dieser Situation, dass wir halt politisch nicht vertreten sind in den entsprechenden kommunalen Gremien, wie wir dann anders kommunal arbeiten können? Ich klinke mich nur ganz kurz ein. Also ich als Versammlungsleitung, nur so der Hinweis, der Punkt ist schon Fragen an die Kandidaten. Es gab zwischenzeitlich mal den Antrag auf Schließung der Rednerliste. Diesen Antrag gibt es in der von euch beschlossenen Geschäftsordnung nicht, konnte ich deswegen nicht behandeln. Ich denke, wir sind auch so klein und so friedlich, dass wir hier auch einfach relativ locker reden können. Aber trotzdem würde ich so ein bisschen bitten, sich zu konzentrieren, Fragen zu stellen und jetzt nicht nur einen Dialog zu führen. Aber mach ruhig weiter, also. Gut, ich lege noch einen nach. Eine kommunale Arbeit, wenn man nicht im Stadtrat oder im Kreistag vertreten ist, ist im Endeffekt die gleiche, die jetzt auch schon geleistet wird. Man kann sich mit Anträgen an den Gemeinderat wenden, man sitzt halt nicht drin. Man kann Fragen stellen, man kann Dinge hinterfragen, man kann sie auf den Tisch bringen, man kann sie an die Presse bringen. Man kann auf Veranstaltungen auftauchen und dumme Fragen stellen, die die Herrschaft in Verdrängnis bringen. Das werden wir natürlich dann weitermachen. Na gut, es gibt kein Patientenrezept, wie man Mitglieder oder die Leute begeistern kann. Der entscheidende Punkt ist, wir müssen uns auf unsere Kernthemen fokussieren, wir müssen diese transportieren, wir müssen die Begeisterung der Leute wieder gewinnen und wir müssen das, können wir nur machen, wenn wir selber eine Begeisterung haben. Was eine Partei nicht leisten kann, ist ein Lösungskonzept für jede auftauchende Frage. Da fehlen uns einfach organisatorisch der Background, um das stemmen zu können. Und ich muss ein bisschen auch an die Mitglieder, wir können nur das weitertragen, was die Mitglieder an uns herantragen. Ich bin ein bisschen bei Kennedy, der sagt, frage nicht,
was ich für dein Land tun kann, sondern frage, was kannst du für dein Land tun? Und das gilt auch für eine Partei. Also ich muss natürlich darauf bauen, dass ich Menschen habe, Parteimitglieder, die die Sache unterstützen und weitertreiben und die auch mit Ideen kommen, die ich vielleicht nicht habe. Anderes Themenbereich ist... Entschuldigung. Okay. Ich möchte auch mal was sagen. ja, das war eigentlich mein Grund. Ihr seid doch bestimmt auch dafür da, solche Zwiegespräche unter vier Augen zu führen, oder? Diskussion ist immer eine Kommunikation mit vielen Menschen, die natürlich auch unter vier Augen stattfinden können. Ich kann nicht für jeden, der mich trifft, eine Öffentlichkeit oder einen Stream veranlassen. Es ist immer, Kommunikation ist sehr vielschichtig. Danke. Okay, dann gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe ja. Aber bitte Fragen und möglichst ein bisschen kurz halten, wenn es geht. Wie seht ihr Beteiligungssysteme, außer sich präsent zu zeigen? Habt ihr da irgendwelche Favoriten oder wolltet ihr da irgendwas unterstützen, euch irgendwo da einbringen in besonderer Weise, um da was voranzubringen? Weil ich bin jetzt 10 Jahre verfolge ich die Partei und die hat den Anspruch, da was zu tun und bis auf elendlange Mailinglisten passiert in der Richtung nichts, oder? Die Diskussionen um Beteiligungssysteme und wie können wir, ich meine, einfacher Blick hier in die Gruppe zeigt, an den Entscheidungen des Bezirks nehmen nur die teil, die die zeitliche, die finanzielle Möglichkeit haben, hier teilzunehmen. Und wir wissen, wie kontrovers diese Beteiligungssysteme diskutiert werden. Ich denke, hier muss man einfach die Diskussion anstoßen. Die wird sicherlich nicht im Bezirk Oberbayern entschieden werden, sondern die wird in verschiedenen Gruppierungen weitergetragen. Wir haben im Kreisverband München-Land, da gibt es ja den Entropy, der den BGE an der Stelle weitertreibt, der dafür die Alpha- und Beta-Systeme im Moment BO macht, Entschuldigung. Das läuft auch auf unserem Server vom Kreisverband, wo der die Testsysteme hat. Hier muss man auch einfach mal praxisnah das ausprobieren, wie kommt das auch bei den Menschen an, werden damit tatsächlich die Parteimitglieder erreicht und kann man damit das Ziel der Mitbeteiligung weitertreiben oder versandet es? Gut, ja, Klaus hat ein Bio schon angesprochen, den haben wir beschlossen, der ist gültig. Ich warte sehnsüchtig auf die erste Abstimmung. Ich hoffe, wir werden die bald haben. Und wenn der Bezirksvorstand da was zur Beschleunigung beitragen kann, dann werde ich das unterstützen. Generell finde ich ein Beteiligungssystem, das auch die Mitglieder, die jetzt nicht auf einen Parteitag kommen, die nicht über alle Parteitage schweben können, die sich nicht an jeder Diskussion beteiligen können und doch mit abstimmen wollen, sich doch auf diese Art beteiligen wollen, wäre ich sehr froh, wenn wir da ein geeignetes System haben und wenn der Bio, der ja schon existiert, zu diesem System wird. Okay, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Ich sehe 2 leere Mikrofone, das heißt, gibt es noch Fragen an die Kandidaten? Ich nehme das mal als Nein. Dann würde ich zum einen schon mal 4 Wahlhelfer bitten, vorne an die Bühne zu mir zu kommen. Und ich übergebe an Mauri, der euch gleich erklärt, wie die Wahl funktioniert. Also Dietmar Hölscher. Klaus Segertz. Also Nummer 1 ist Dietmar, Nummer 2 ist Klaus. Liebe Versammlung, wir haben Stimmzettel 1, das ist dieser pink oder zyklamfarbene. Ihr seht den hoffentlich alle, der erste Stimmzettel. Wir haben Approval Voting, das heißt, ihr könnt also auch beide Kandidaten ankreuzen, wenn ihr euch nicht schlüssig seid. Das ist auf jeden Fall besser, als gar keinen anzukreuzen, denn wir brauchen mindestens 50% für einen gültigen Wahlgang. Ansonsten verwendet ihr bitte die Zahl 1, wo dahinter Ja steht, für Dietmar oder die Zahl 2, wo dahinter Nein steht,
für Klaus. Oder ihr könnt auch 1 und 2 ankreuzen. Das ist auch möglich. Ihr könnt auch keinen ankreuzen. Das wäre dann in dem Fall eine Enthaltung. Die Wahlhelfer werden auf der lilafarbenen Karte ankreuzen, wenn ihr eingeworfen habt. Und zwar bei 1 Ausgabe. Ihr zeigt dann bitte einfach eure Nummer vom Band her. Die Wahlhelfer werden das dann ankreuzen. Hat irgendjemand Fragen zu diesem ersten Wahlgang? Dann, liebe Wahlhelfer, zeigt mal die Urnen her, dass die auch leer sind. Ich sehe 2 Urnen. Wenn keine weiteren Fragen sind, ist der erste Wahlgang hiermit eröffnet. Bitte könnt ihr nochmal die Kandidaten auf den Beamer legen. Vielen Dank.
Liebe Versammlung, wenn ihr noch eure Stimmen abgeben wollt, wäre es langsam Zeit, sich an die Urnen zu begeben. Und wenn vielleicht jemand die Raucher vor der Tür informieren könnte, dass wir uns dem Ende der ersten Abstimmung nähern, wäre ich auch dankbar. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Dann schließe ich die Stimmabgabe in 3, 2, 1, 0. Die Stimmabgabe ist beendet. So, dann geht jetzt Mauri als Wahlleiter mit den Wahlhelfern auszählen. Sucht euch einfach einen freien Tisch, das ist öffentlich. Könnt ihr... ich bitte einmal noch um eure Aufmerksamkeit. Ich habe einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung. Den würde ich jetzt noch gerne... Ich sehe schon, die Versammlung hört mir überhaupt nicht zu. Dann machen wir 10 Minuten Pause, bis ausgewählt ist. Habt ihr davon?
Liebe Versammlung, wir haben ein Ergebnis. Die Pause ist vorbei, die Versammlung geht weiter. Also, es wurden 65 Stimmzettel abgegeben. Alle Stimmzettel waren gültig. Wenn euch das Ergebnis interessiert, ein bisschen Ruhe bitte. Es entfielen auf Klaus Siegertz 40 Stimmen und auf Dietmar Hölscher 43 Stimmen. Dietmar, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und ich danke euch. Und ich danke euch für euer Vertrauen und ich bitte euch um eure Unterstützung. Also herzlichen Glückwunsch, Dietmar. Ich übergebe wieder an den Versammlungsleiter. Es gibt einen GO-Antrag. Na, es gibt jetzt, also auch von mir Gratulation an Dietmar. Es gibt jetzt noch eine Abstimmung für euch und zwar ist Dietmar aktuell auch noch stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband München und ich würde jetzt die Versammlung fragen, ob sie einverstanden ist, dass er fürs Erste beide Ämter gleichzeitig ausführt. Wer damit einverstanden ist, hebt die grüne Karte. Und wer dagegen ist, als Meinungsbild die andere. Okay. Okay. Es gibt eine Frage, GO-Antrag. Also das musst du Dietmar fragen, aber ja. Also nachdem das gefragt worden ist, wie lange, wir haben in München in 3 Wochen ohnehin Kreisparteitag, ich werde da zurücktreten. Bis dahin bleibe ich noch im Amt bei. Ein doppelt begründeter Stellvertreter ist immer noch besser wie gar keiner. Okay, dann geht es weiter im Text. Es gibt einen GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Und zwar ist der Antrag, dass der GO-Antrag Schließung der Rednerliste der GO hinzugefügt wird. Gibt es dazu eine Gegenrede oder Fürrede? Okay, formell, wer stimmt diesen Antrag zu? Ah, Entschuldigung, es gibt eine Gegenrede oder eine begründete Gegenrede? Macht ihr bitte mal das Mikro auf. Nee. Jetzt? Ah. Der GO-Antrag ist ein bisschen sehr unspezifisch. Wir haben verschiedene Abteilungen für GO-Anträge. Wir haben welche, die beschlossen werden müssen. Wir haben welche, die nicht beschlossen werden müssen. Deswegen ist der GO-Antrag, das einfach hinzuzufügen, zu unspezifisch. Und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, den GO-Antrag einer Behandlung eines sonstigen Verfahrensantrags, da kann das auch schriftlich eingereicht werden, dass die Rednerliste geschlossen wird. Deswegen ist das sowohl ungültig als auch aus meiner Sicht unnötig. Danke. Okay, dann würde ich jetzt zur Abstimmung kommen. Wer ist dafür, dass der Antrag auf Schließung der Rednerliste hinzugefügt wird, hebt die grüne Karte. Wer dagegen ist, die Lilane. Ja. Also der GO-Antrag ist klar positiv, über 50% damit angenommen. Okay, ich bitte dann auch wieder um ein bisschen mehr Ruhe und wir kommen zum zweiten Wahlgang für heute oder zum zweiten Kandidaten, zum zweiten Posten, den wir wählen werden. Das ist das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und ich würde die Kandidaten bitten,
nach vorne zu kommen, die für dieses Amt antreten wollen. Ich sehe den ersten Kandidaten. Gibt es noch weitere Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden? Okay, ich sehe jetzt schon zwei Kandidaten. Gibt es noch einen dritten Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden? Ja, im Wiki steht noch jemand, aber also derjenige, der im Wiki steht, möchte nicht mehr. Dann würde ich jetzt die Kandidatenliste auch noch offen lassen, aber trotzdem euch jetzt erstmal die Gelegenheit geben, euch vorzustellen. Ich weiß, ihr seid hungrig, aber könnt ihr euch ein bisschen ruhiger verhalten während der Kandidatenvorstellung? Vielen Dank. Okay, also hi. Mein Name ist Gerd Fleischer, ich komme aus dem Kreisverband Ingolstadt. Ich war dort vor ein paar Jahren auch schon mal Vorsitzender im Vorstand, war Kandidat zur Landtagswahl im Stimmkreis Ingolstadt und bin momentan auch Kandidat für die Kommunalwahl in Ingolstadt zum Stadtrat. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Unterschriften, mit der Unterschriftensammlung so läuft, bei uns läuft es mäßig. Zu der Kandidatur wollte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Was ich ganz gerne machen würde, wenn ihr mich in den Vorstand wählt, wo ich ganz gerne unterstützen würde, wäre Networking. Ich werde ganz bestimmt Stammtische besuchen, versuchen, die mit den Gliederungen zu kommunizieren. Müssen wir dann mal sehen, wie die Tätigkeiten im Vorstand dann aufgeteilt werden. Sehr viele Leute hören zu, das ist gut. Danke. Ja, wie gesagt, würde Networking zwischen den Gliederungen machen, würde mich dafür einsetzen und den Vorsitzenden ganz gerne unterstützen. Viel mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich würde euch einfach darum bitten, weil ich auch gar nicht so viel Zeit hier verplappern will. Wenn ihr Fragen an mich habt, stellt mir die einfach. Ja, Klaus Segertz, ich hatte mich bereits vorgestellt. Es gibt, glaube ich, nicht viel zu ergänzen, außer dass ich mir gut vorstellen kann, mit dem Dietmar als Vorsitzender konstruktiv weiterzuarbeiten und einfach die Kommunikation im Bezirksverband mitzugestalten. Vielen Dank. So, bitte Fragen an die beiden Kandidaten. Wir haben noch ein bisschen Zeit zur Mittagspause, ihr könnt noch Fragen stellen. Ein GO-Antrag? Moment, wir müssen erst den GO-Antrag beantworten. Ich habe das jetzt mal so gefixt, dass wir auch darüber abstimmen können, ob wir diese Schließung der Rednerliste auch möchten, weil so wie es jetzt ist, ist es unklar, ob wir darüber abstimmen wollen oder nicht. Ich habe kurz einen GO-Antrag gestellt, dass der alte Punkt rausgenommen wird, der neue in die Satzung eingefügt wird. Das ist Paragraph 5, war es, glaube ich, Absatz... Paragraph 3. Paragraph 3, Absatz 2. 2. Und das heißt, jemand kann die Schließung der Rednerliste beantragen und wir stimmen dann darüber ab. Vielen Dank. Gegenrede? Dann würde ich jetzt über diesen GO-Antrag, also wer es noch nicht verstanden hat, das Ganze ist jetzt nur formal juristisch korrekt, aber inhaltlich der genau gleiche Antrag. Es gab formale Widerrede. Deswegen, wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Und wer ist dafür, den abzulehnen? Okay, damit ist der Punkt Schließung der Rednerliste jetzt auch formal korrekt in Teil der GO. Und noch einen kurzen Hinweis an diese Schlange, die sich im Raum gebildet hat.
Es gibt die Möglichkeit, bei unserem Landesgensek sich für die BEO anzumelden. Ich würde aber jetzt euch bitten, euch wieder hinzusetzen. Das stört massiv. Wir werden nachher eine Mittagspause machen. Ich denke, man kann das auch in der Mittagspause machen. Und ich bitte euch, das nicht während der laufenden Versammlung zu machen, weil das stört alle anderen. So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen an die Kandidaten. Ist das alles? Nee, dann, wir haben die Kandidatenliste auch noch nicht geschlossen. Möchte noch jemand kandidieren? 3, 2, 1, das ist nicht der Fall, damit ist die Kandidatenliste geschlossen. Ein letztes Mal die Chance, die beiden Kandidaten zu befragen. Möchte das noch jemand machen? Auch das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Dann streiten wir zur Wahl und ich übergebe das Mikro wieder an Mauri. Also wir haben dasselbe Prozedere wie vorher, nur es ändert sich die Farbe des Wahlzettels. Wir verwenden jetzt den Wahlzettel 2, das ist dieser lichtgraue Zettel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dasselbe nochmal erzählen soll wie vorher, ich glaube, das können wir uns ersparen. Nur die Kandidaten Nummer 1, beziehungsweise schräg ja, wäre jetzt für Gerd Fleischer. Nummer 2, schräg nein, wäre für Klaus-Peter Segertz. Liebe Wahlhelfer, schnappt euch eure Urnen. Bitte die Urne öffnen und der Versammlung zeigen, dass sie leer ist. Lieber Wahlhelfer, öffne die Urne. Wahlhelfer, zeig mal bitte her, dass nichts drin ist. Okay, beide Urnen sind offen und leer. Wahlgang Nummer 2 ist hiermit eröffnet.
Liebe Versammlung, wenn ihr noch mit abstimmen wollt, nähert euch den Urnen bitte. Könnte jemand noch die Raucher informieren, dass sich dieser Wahlgang dem Ende nähert? Dann schließe ich den zweiten Wahlgang in 3, 2, 1, 0. Der zweite Wahlgang ist beendet. Dann unterbreche ich die Versammlung zur Auszählung wieder für diesmal für 7 Minuten bis 12.58 Uhr.
in der nächsten Zeit kommen ein paar ganz wichtige Sachen. Gut, Kommunalwahlen, aber was ich noch viel wichtiger finde, Europawahlen. Wir müssen bei den Europawahlen die Konsequenzen ziehen aus den verunglückten Landtags-, Bezirkstags- und Bundestagswahlen. Wir haben zwar zwei Leute im Bezirkstag reingekriegt, aber sagen wir mal ehrlich, das Ergebnis der Wahlen war eine Katastrophe. Und wir müssen uns, glaube ich, alle selber an der Nase packen und selbstkritisch zugeben, wir haben es zum großen Teil auch selbst verbockt. Und deshalb sollten wir jetzt für die Europawahlen gemeinsam an einen Strang ziehen. Und der politische Geschäftsführer ist ja der, der ein bisschen für die Öffentlichkeitswirksamkeit zuständig ist. Ja, und da will ich halt schauen, dass wir nach außen hin ein besseres Bild abgeben als bisher. Das war's. So, jetzt stehe ich hier wieder. Ich wurde darum gebeten, mir zu überlegen, ob ich für das Amt nicht auch kandidieren will. Habe mir dann überlegt, ja klar, wieso sollte ich das nicht machen? Denn ich glaube, als politischer Geschäftsführer kann ich auch diese Organisationsarbeit leisten, kann auch vielleicht bei der Vernetzung ein bisschen helfen, hier ein bisschen die Vernetzung machen, kann vielleicht dabei helfen, die politischen Inhalte zu gestalten, auch wenn die natürlich immer noch von euch kommen müssen. Die gibt hier niemand vor, das möchte ich auch überhaupt nicht. Und wie eben gesagt, ich wurde darum gebeten, ob ich mir vorstellen kann, diesen Posten zu übernehmen. Ich habe mit den beiden Kollegen, die wir schon gewählt haben, heute kurz gesprochen. Und wir sind auch darüber eingekommen, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden habe vorher, dass wir da auch eine Aufteilung zwischen uns im Vorstand finden würden. Deshalb würde ich euch darum bitten, wenn ihr Fragen an mich habt, wie vorher schon, stellt mir die bitte. Ansonsten will ich nicht so viel plappern und gebt mir euer Vertrauen. So, der Kandidat rechnet mit einer längeren Befragung, hat sich schon eine Pizza geholt. Das heißt, ihr habt aller Zeit der Welt, die beiden Kandidaten jetzt zu löchern. Zwei leere Mikrofone starren euch an. Ja, das funktioniert auch. Gibt ihr mir das Wort? Das andere ist offen. Ich kann auch hier durchsprechen. Egal, wer heute Abend oder heute Nachmittag gewählt wird, von meiner Seite bekommt jeder Kandidat, jede Kandidatin Unterstützung. Wir haben in Oberbayern, was in anderen Bezirken so noch nicht der Fall ist, eine SG-Presse Oberbayern aufgebaut. Wir haben ein Netzwerk geschaffen, wir haben Strukturen hergestellt, die es ermöglichen, Pressearbeit schlank und schnell zu machen. Weil gerade mein Name gefallen ist, nochmal der Hinweis darauf, egal wer gewählt wird, er bekommt von mir die vollste Unterstützung und eine komplette Übergabe. Etwas, was ich nicht bekommen habe, als ich gewählt wurde. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, ich sehe das als nicht den Fall. Gibt es noch weitere Kandidaten? Auch das sehe ich nicht. Das heißt, ich schließe die Kandidatenliste und auch die Befragung und gib an Mauri weiter. So, damit es nicht langweilig wird, haben wir jetzt wieder die andere Alternative. Ihr habt zwei Kandidaten zur Auswahl. Das bedeutet, gelber Stimmzettel Nummer 4
Und wenn ihr den Kandidaten Gerd Fleischer möchtet, kreuzt bitte die 1 an. Wenn ihr den Kandidaten Reinhold Deuter möchtet, die 2. Ihr könnt natürlich auch hier wieder beide ankreuzen, also 1 und 2. Oder ihr könnt es auch bleiben lassen und gar keinen ankreuzen, was eine Enthaltung wäre. So, liebe Wahlhelfer, öffnet die Urnen, um zu zeigen, dass sie leer sind. Nummer 1 ist offen, Nummer 2 ist auch offen. Dann eröffne ich hiermit den 4. Wahlgang.
Liebe Versammlung, denkt bitte an die Stimmabgabe. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Es gäbe noch zwei Urnen. Die unendlich langen Schlangen lösen sich langsam auf. Kann mal jemand bitte noch draußen nachschauen, ob noch abgabefreudige Piraten unterwegs sind? Ich sehe einen, ja. Sei so nicht, ja, danke. Also wir warten noch ein bisschen. Also ich sehe keine Abgabewilligen. Doch, ich sehe einen Abgabewilligen. So, letzte Chance zur Stimmabgabe. Also, letzte Chance zur Stimmabgabe. Ich schließe den Wahlgang Nummer 4 in 3, 2, 1, 0. Der Wahlgang ist geschlossen. Und es ist 13.43 Uhr und ich vertage die Versammlung zum Auszählen bis 14 Uhr 7 Minuten. Bis 14 Uhr, also 7 Minuten. 7! Ah! Ihr habt das alle nicht gehört. Ihr habt das nicht gehört. 13.50. 7 Minuten.
Eine Bitte. Macht bitte euer WLAN zu. Nutzt nur das am 16.03. Piraten wählen. Die anderen bitte zumachen. Sonst haben wir ein Problem mit der WLAN-Verbindung. So, hiermit ist die Pause beendet. Wir haben ein Ergebnis. Wenn ihr euch für das Ergebnis interessiert und ihr vielleicht ein bisschen leiser seid. Vielen Dank. Also, wir haben 64 abgegebene Stimmen. Davon waren 63 gültig. Die Farbe Blau war für diese Auszählung keine gültige Farbe, deswegen ist sie ungültig. Wir haben für Reinhold Deuter 23 Stimmen und wir haben für Gerd Fleischer 48 Stimmen. Lieber Gerd, nimmst du die Wahl an? Ich übergebe wieder an den Flo. Okay, als nächstes steht auf dem Programm die Wahl des Gensecks. Bevor wir zu den Kandidaten kommen, möchte aber unsere Landesmutter noch was zu ihren oberbayerischen Schäfchen sagen. Zurück. Ja, genau. Okay, es geht um was anderes. Wir haben uns letztes Wochenende mit ein paar technik- und satzungsaffinen Menschen zusammengesetzt und den Schweizer Piraten. Die Schweizer Piraten haben ein Abstimmungstool, was es uns erlauben würde, BEO online umzusetzen. Es ist ziemlich kompliziert, da wird im Moment noch ein bisschen rumprogrammiert, sie wollen eine neue Version machen und wir suchen im Moment ein kleines Testszenario, wo wir das mal ausprobieren können. Das wird nichts sein, was kurzfristig geht, aber wir hätten gerne den Bezirk Oberbayern, um das mal zu testen. Ich hätte jetzt gerne von euch ein Meinungsbild, ob ihr bereit wärt, an so einem Test teilzunehmen. Gut,
Inwiefern diese Abstimmungen dann verbindlich sind, das müsst ihr dann bei geeigneter Gelegenheit entscheiden. Aber erstmal brauchen wir eine größere Gruppe von Leuten, mit denen wir sowas testen können. Ich danke euch. Ich hätte hier noch ein herrenloses Spezi. Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt aber zur Wahl des Gensex. Und ich bitte die Kandidaten für diesen Posten auf die Bühne. Ich sehe den ersten, Sebastian. Gibt es noch weitere Kandidaten? Gibt es noch weitere Kandidatenvorschläge? Ich sehe jetzt niemanden zum Mikro rennen. Ich lasse die Kandidatenliste mal offen, aber würde dann Sebastian das Wort geben, um sich vorzustellen. Bitte aber nochmal den Ingolstadt-Tisch und da hinten den was auch immer Tisch bisschen ruhig zu sein und während der Vorstellung. Ich finde, das wäre nur fair. Ja, mein Name ist Sebastian Häutle. Ich bin Basismitglied aus dem Kreisverband München-Land. Bitte seid doch wirklich ruhig und lasst dem Sebastian seine Vorstellung machen. Das wäre wirklich fair. Danke. Bin seit Anfang 2013 in der Piratenpartei Mitglied und bin derzeit im KV München-Land Gensec-Beauftragter. Bin im KV München-Land außerdem für die IT zuständig und kandidiere heute hier als Generalsekretär der Piratenpartei. Meine Ziele sind, die Mitgliederverwaltung auf aktuellen Stand zu stellen, Karteileichen zu beseitigen und natürlich auch jetzt aktuell Kommunalwahlkampf im KV München-Land und im Bezirk Oberbayern. Ja, ich sehe auch bei der Mitgliederverwaltung ist in den letzten Jahren nicht alles optimal gelaufen. Wir haben es schon heute schon mehrfach gehört, dass E-Mails einfach nicht beantwortet wurden und Ähnliches. Das möchte ich auch in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Bayern massiv verbessern. Ja, viel mehr möchte ich eigentlich nicht sagen. Ja, danke euch. Ihr kennt jetzt das Spielchen schon. In der Mitte des Saals stehen zwei Mikrofone. Habt ihr Fragen an Sebastian? Bis wann möchtest du die Mitgliedsdaten bereinigt haben? Nein, das ist kein Scherz, sondern möchte ein genaues Datum. Uhrzeit nicht. Natürlich so schnell wie möglich. Ziel wäre es, dass wir bis Ende Mai zumindest mal einen akzeptablen Stand in der Mitgliederdatenbank haben. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es noch weitere Kandidaten? Falls das nicht der Fall ist, schließe ich hiermit die Kandidatenliste. Und nachdem ich auch niemanden mehr sehe, der sich Richtung Mikrofon begibt, beende ich auch die Befragung und wir kommen zum Wahlgang. Mauri. So, wir starten mit dem Stimmzettel Nummer 5. Das ist dieser leicht rosafarbene. Bitte keine andere Farbe wählen. Rosa Nummer 5. Und hier jetzt wieder die Variante 1 für Ja. Variante 2 ist Nein. Oder wenn gar nichts draufsteht, ist es eine Enthaltung. So,
So, liebe Wahlhelfer, ich sehe eine Urne, bitte die Urne öffnen. Ich sehe schon die zweite, die ist schon offen. Und damit ist dieser Wahlgang eröffnet. Liebe Piraten, denkt daran, eure Stimme abzugeben, in absehbarer Zeit.
Will noch jemand seine Stimme abgeben? So, dann schließe ich diesen Wahlgang in 3, 2, 1, 0. Der Wahlgang ist geschlossen. So, und ich lerne das, glaube ich, auch noch mit der Uhr. Es ist jetzt 14.04 Uhr. Ich unterbreche zum Auszählen für 5 Minuten die Versammlung, das heißt bis 14.09 Uhr.
So, wir haben ein Ergebnis. Wir haben 55 abgegebene Stimmen. Davon sind alle gültig. Und es gab 6 Enthaltungen, 4 Nein-Stimmen und 45 Ja-Stimmen. Lieber Sebastian, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank euch für euer Vertrauen. So, es kommen gleich noch, bevor wir zur nächsten Wahl schreiten. So, man verzeih mir, es kommt ein Redeslot, wo ich jetzt nicht Versammlungsleiter bin, sondern Vorsitzender in München. Und jetzt kommt noch jemand aus Ingolstadt. Und es gibt sich. Und zwar sammeln wir, wie ihr alle wisst, Unterschriften. Und das ist jetzt der Aufruf: Hilf, helft uns. Was sich in München gezeigt hat, das Einzige, was hilft, sind Leute, die direkt vor der Tür stehen und Leute ins Rathaus oder in die Unterschriftenstelle locken. Und zwar am besten, weil das unheimlich viele Unterschriften sind, von morgens 7 Uhr, wann auch immer die Ämter öffnen, bis zur Öffnungszeit, muss rund um die Uhr jemand dastehen. Deswegen der Appell, wenn ihr irgendwie Zeit habt unter der Woche oder wenn ihr ein bisschen flexibel seid und euch 1-2 Tage Urlaub nehmen könnt, nehmt euch diesen Urlaub, meldet euch bei einer der Gemeinden, die sammeln, und helft denen für einen Tag. Ein Tag, den ihr opfern könnt, ist ein Tag, der die Piraten näher in die Kommunalparlamente bringt. Das gilt jetzt für mich aus München. Ich gebe es dir nochmal kurz aus Ingolstadt. Ich glaube, da ist es ähnlich. Ja, hi. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Also ich bin der Max aus Ingolstadt. Ich habe ein bisschen hier den Job bekommen, vom Vorstand das zu koordinieren, und wir haben uns schon einige Aktionen einfallen lassen. Leider zieht das alles noch nicht so ganz, wie wir es uns vorstellen. Wir stehen aktuell bei ungefähr 140 Unterschriften von 385. Wie ihr merkt, die Zeit wird knapp bis zum 3. Februar. Deswegen die Bitte, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, das meiste bringt es einfach, wenn man die Leute, die da irgendwie am Rathaus unterwegs sind, anspricht, anquatscht und einfach gleich reinschickt. Wir haben einfach nicht die Leute, die unter der Woche Zeit haben. Wir stehen an den Samstagen da, das bringt dann schon immer nochmal Unterschriftenwellen, aber uns bleiben leider nicht mehr genug Samstage. Von dem her, wenn irgendjemand, vor allem aus der näheren Umgebung und Ingolstadt, mal Zeit hat unter der Woche, sich da hinzustellen und uns zu unterstützen, wäre das eine super Sache. Wer da Interesse hat oder wer vielleicht einfach Leute kennt, im Kreis anzusprechen. Meine E-Mail-Adresse ist max@inpiraten.de oder ihr kommt jetzt hinten an so unseren Tisch und dann können wir da mal kurz drüber reden. Dann schon mal vielen Dank dafür und ja, noch viel Vergnügen hier. Ich mache es für München nochmal ganz konkret. Wir brauchen also Leute, die unter der Woche Zeit haben und wenn es bloß eine Stunde ist. Ich habe ein bisschen die Koordination für München übernommen und weiß, an welchen Tagen wir noch dringend Leute brauchen. Und deswegen die Bitte, kommt nachher kurz zu mir. Ich trage euch dann für die entsprechenden Tage ein. Zum Zweiten kriegen wir Unterstützung aus Hannover. Da war schon einer da. Die kommen jetzt 3 Mann hoch hierher und unterstützen uns nochmal. Da brauchen wir Schlafplätze. 2 Plätze haben wir schon gefunden. Ich brauche noch ein Bett ab übernächste Woche, für eine Woche, wo die da sind. Und der Hintergrund dieser Geschichte, dass wir es koordinieren können, ist auch, sobald wir in München fertig sind, wir sind in München jetzt bei über 50%, helfen wir natürlich allen anderen, die im Land unsere Hilfe brauchen. Dann hätten wir noch genug Luft. Aber wir sollten schauen, dass wir relativ schnell in München unsere 1000 Stimmen benannt haben, denn dann hätten wir auch noch die Kapazitäten, um anderen zu helfen. Also bitte, wer Zeit hat, nachher kurz zu mir kommen, ich trage euch ein in München, beziehungsweise wer noch ein Bett übrig hat, bitte auch mir sagen, weil dann kann ich die Hannoveraner herkommen lassen. Vielen Dank. Also unterstützt die Kommunalwahlkämpfer, weil je mehr Stadträten und Gemeinderäten wir sind, desto mehr Spaß macht dem kommenden Bezirksvorstand die Arbeit. Und damit habe ich übergeleitet auf das letzte Amt, das wir heute wählen, und zwar, oder die letzten Ämter, und zwar wählen wir noch 2 Beisitzer. Da muss ich euch laut Satzung jetzt erstmal noch fragen, ob ihr diese Beisitzer einzeln wählen wollt, das heißt, es sind 2 Stück, ob ihr die einzeln wählen wollt oder ob wir die in einem gemeinsamen Wahlgang wählen und die beiden Personen, die dann über 50% sind und die meisten Stimmen
automatisch haben, automatisch gewählt sind. Das heißt, ich würde euch bitten, für einzeln ist die grüne Stimmkarte hochzuhalten und wer sie gemeinsam wählen will, die lilane. Okay, das ist sehr deutlich für gemeinsam. Das heißt, wir werden die zwei Beisitzerposten in einem Wahlgang wählen und damit darf ich jetzt die Kandidaten für den Beisitzerposten bitten, auf die Bühne zu kommen. Ich sehe schon 4, das ist super. Das sind auch alle, die im Wiki stehen. Gibt es noch weitere Kandidaten, die nicht im Wiki stehen, die jetzt aber doch sich noch schnell überlegen, Beisitzer werden zu wollen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich lasse die Kandidatenliste noch. Na, kommt noch jemand? Na klar. Habt ihr noch einen Stuhl? Okay, also wir haben auch noch mehr Stühle im Haus, hat mir die Technik gesagt. Das heißt, es dürfen noch mehr Leute kommen. Aber dann nehme ich das fürs erste Mal so hin und dann wurde mir gesagt, ist es sinnvoll, weil ihr vielleicht nicht allen kennt, dass ihr euch in der Reihenfolge vorstellt, wie ihr auf dem Beamer erscheint. Oder andersrum, ihr stellt euch in der Reihenfolge und das Beamer-Team macht es dann dahin. Aber das heißt, würde ich sagen, Christopher, dann fängst du einfach an. Ja, kommt noch, es fehlen ja noch die Namen. Warten wir erstmal an den Namen. Jetzt fangen wir einfach an, während die Sätze. Also ich bin die Nummer. Hast du. Machen jetzt lustige Stühlerücken. Vielleicht der letzte Name dann auch noch draufsteht. Hat das Beamer-Team WLAN-Problem? Ja. Ah, könntet ihr euren WLAN-Hotspots abschalten, sonst können wir den Beamer nicht bedienen. Aber dann machen wir es nach Vornamen alphabetisch. Also wir werden das dann nach Vornamen alphabetisch sortieren, dass es fair ist. Und ich glaube, da bist du ganz vorne. Dann bitte ich um Ruhe, damit Alex. Also vielleicht warten wir auch noch, bis die letzten zwei Namen. Na gut, okay. Dann fange ich einfach mal an. Also ich bin der Alex Kohler. Ich komme ursprünglich aus Wolfratshausen, wohne jetzt in München, war da auch Landtagskandidat in München und so politisch mache ich auch noch die AG Außensicherheitspolitik. Ich bin der Koordinator dieser AG, der letzte Überlebende sozusagen. Die anderen, die sind anderweitig verwendet worden. Und ja, also ich würde mich hier als Beisitzer zur Verfügung stellen. Ich möchte uns hier während der Wahlkampfzeit noch unterstützen, soweit es möglich ist. Und danach dann auch weiter unseren Aufbau vorantreiben. Ja? Auch die Jugendarbeit stärken, was ich für sehr wichtig halte. Im Grunde genommen, da können wir uns nicht darauf ausruhen, dass wir eine junge Partei sind, sondern wir müssen da aktiv vorangehen. Und ja, ich mache es jetzt kurz. Wir sind jetzt etwas mehr Bewerber als bei allen anderen Positionen. Und deswegen, das war es jetzt erstmal mit der Vorstellung. Christopher? Ja. Ja, hallo, ich bin der Christopher Morgenstern. Ich war das letzte Jahr schon im Bezirksvorstand mit dem Klaus und mit den anderen, die leider nicht mehr antreten. Jetzt haben wir fürs Amt des Beisitzers einen ganzen Berg guter Leute. Ich habe das letzte Jahr als Beisitzer viel für Neupiraten gemacht und viel
die Tätigkeiten, die ich für Neupiraten und Trailerpiraten gemacht habe, die mache ich auch ohne Amt weiter, also sind die vom Vorstandsposten natürlich nicht betroffen. Was ich im Vorstand gemacht habe, ich habe mitgeholfen bei der Organisation für die KV-Treffen. Da haben wir uns mit dem Vorstand mit den verschiedenen KVs getroffen und Mailing, die kleinen Kleinigkeiten, die noch nebenbei angefallen sind. Ich kann allerdings der Piratenpartei nicht so viel Zeit geben, wie ich kann. Allerdings ist die natürlich darin begrenzt, dass ich auch nebenbei arbeite und ein Geld verdiene. Und die Arbeit frisst halt sehr viel Restzeit. Deswegen kann ich nicht so viel Freizeit in die Piraten investieren, wie ich es gerne würde. Wäre in dem Fall auch gar nicht böse, wenn andere Kandidaten da mehr Stimmen kriegen und in den Vorstand mit einrücken könnten. Ich könnte allerdings dadurch, dass ich schon Vorstandstätigkeit gemacht habe, natürlich den Übergang ein bisschen vielleicht erleichtern. Ansonsten freue ich mich über jede Stimme und vielen Dank, dass ihr heute alle da seid. Ja, ich bin der Klaus Toll, wie der Christopher schon gesagt hat. Auch seit einem halben Jahr war ich jetzt in der Vorstandschaft als Beisitzer. Was wir in der Vorstandschaft gemacht haben, haben viele schon erzählt. Den Weg möchte ich weitergehen, möchte einfach versuchen, uns einfach weiterzubringen. Ja, ich war jetzt ein halbes Jahr in der Vorstandschaft, habe in der Zeit keinen Shitstorm erlebt. Ich möchte euch die Chance geben, das nachzuholen. So, ich heiße Michael Sinclair, bin in Gauting Pirat, stehe auch für die Gemeinderat zur Wahl, Kommunalebene. Mein Fachwissen für die Piraten ist das Thema Asyl, Migration, und das ist auch ein Hauptthema in unserem Europawahlkampf dieses Jahr. So, ich denke, ich könnte auch auf Bezirksebene viel Hilfe leisten. Und ja, okay, ab in den Wahlkampf, sage ich. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Weigert, auch als Tommy Kolbomer bekannt. Bin berufsmäßig zurzeit als Projektbetreuer in der Schweiz, in Basel. Von daher bin ich nicht ständig hier in Deutschland, bin aber dank Internet immer erreichbar. Und ansonsten bin ich KV-Vorsitzender Rosenheimland, Wahlkampfkoordinator zurzeit. Und ich bewerbe mich für das Amt, weil ich möchte, dass das Bayern-Plenum wieder neu aufgelegt wird, dass es Weiterbildung gibt, dass es Schulung gibt unter den Piraten, auch im Zusammenarbeit mit dem, was der Christopher bisher gemacht hat, mit den Trailerpiraten oder den Neupiraten. Ja, dafür stehe ich. Ich bedanke mich. Okay, dann als erste Frage, gibt es noch weitere Kandidaten? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Kandidatenliste schließen. Das ist hiermit der Fall. Und dann sitzen jetzt hier 5 Kandidaten, die sich freuen, von euch ausgequetscht zu werden. Hallo Christopher. Du hast in Bezug auf die Neuorganisation und die Verlängerung der Landesgeschäftsstelle in der Mailingliste und an anderen Stellen ziemlich viel Unmut organisiert und, ich nenne es mal so, und für ziemlich viel Konfrontation gesorgt. Möchtest du diesen Konfrontationskurs in Zukunft weiter betreiben oder ist an der Stelle etwas mehr Kontenance von dir zu erwarten? Okay, auf die Frage gebe ich gerne Antwort. Also die Frage, die gestellt wurde, war in Bezug auf die Landesgeschäftsstelle und der Unmut, den ich auf der Mailingliste verbreitet habe. Im Sinne dieses Unmuts möchte ich bitte anfügen, dass ich am Landesparteitag sowohl die Niki als auch die anderen Vorstände befragt habe zur Landesgeschäftsstelle und ob die Landesgeschäftsstelle so weiter erhalten werden kann. Als Antwort habe ich bekommen, dass direkt als ich gegangen bin, auf dem Parteitag noch die Geschäftsstelle gekündigt wurde. Darüber wurde weder ich als Beauftragter noch der Rest unseres Vorstands informiert. Beteiligt waren Vorstandsmitglieder von uns. Wer beteiligt war, wusste ich nicht, weil in keinem Protokoll bislang dazu etwas stand. Und als ich das in keinem Protokoll, ja, es stand, das Protokoll war nicht veröffentlicht, der Landesvorstandssitzung der ersten. Und nur da stand drin, dass die Landesgeschäftsstelle gekündigt wurde.
Als ich davon erfahren habe, war mein Schrecken erstmal groß, denn für die Geschäftsstelle hatten wir eine große LGS-Orga-Versammlung, die sowas normalerweise hätten bearbeiten sollen. Da gab es kein Treffen und somit habe ich mich entschieden und würde mich auch wieder entscheiden, wenn derartige Intransparenz in der Partei herrscht, dies öffentlich zu machen. Und ich stehe dazu, dass ich diese Aussage auf der Mailingliste getroffen habe und man kann es mögen oder nicht. Ich muss die da jetzt drauf antworten. Frage, ist das, bitte? Nein. Generell, du hast recht, das Protokoll ist nicht gut kommuniziert worden. Wir haben uns aber am Sonntag, wo du mit Neupiraten da das Tool die Schulung durchgeführt hast, habe ich dir erklärt, was vorgegangen ist. Und du gehst anschließend hin und schmeißt so eine Mail auf die Mailingliste. Das ist nicht in Ordnung. Das war keine Frage und ich bitte die nächsten Fragensteller auch Fragen zu stellen. Man darf ja auch Fragen an Fragesteller stellen, oder? Nein. Ich möchte... muss ich zwar dann als am Ende wird eine Frage folgen, okay? Also, ich möchte mal hier darauf eingehen, weil Christopher hat ja vom jetzt dann ehemaligen Bezirksvorstand die Beauftragung gehabt, die LGS oder uns in der LGS-Verwaltung oder Koordination zu vertreten. In dem ganzen Prozess mit der Kündigung und den Diskussionen und dieses ganze Zeug, da war es jetzt zugegeben so, dass da sich viele und ehrlich gesagt keiner, inklusive mir, unbedingt mit Ehre bekleckert hat. Ja? Da sind halt viele Streitereien gelaufen und da ist man auch mal deutlicher geworden und hat halt seine Überzeugung auf den Tisch gelegt. Und das gehört ja auch zu einem Verhandlungsprozess dazu. Und so eine Suggestivfrage jetzt zu stellen und damit die Versammlung, die ja keine Kenntnis oder wenig Kenntnis darüber hat, was da alles gelaufen ist, auch der Landesvorstand hat an vielen, oder Mitglieder des Landesvorstands haben sich an vielen Bereichen da nicht mit Ehre bekleckert, dann versuchen jemanden auszubooten, finde ich nicht in Ordnung. So, jetzt kommt meine Frage. Was muss ich eigentlich fragen? Ja. Sitzen sechs. Ich habe dann mal wieder eine Frage, und zwar an die Leute, die bisher nicht im Vorstand waren, ob die Arbeit des Vorstandes verfolgt haben und inwieweit sie das getan haben. Also ich hab die Arbeit insoweit verfolgt, dass ich manchmal an den Sitzungen teilgenommen habe, jetzt nicht so besonders häufig, aber ich habe mir des Öfteren noch mal ein Protokoll durchgelesen. Ja. Und auch mit den entsprechenden Leuten geredet, die im Vorstand sind. Also es können schon einige bestätigen, dass ich mich an sie gewandt habe. Okay, ja. Jetzt gehe ich mal weiter. Ich bin ungefähr ein halbes Jahr beim Piraten und ich denke, ich habe mich eingelesen. Ich lese fast alle vom Bundesvorstand runter, bayerische Vorstand, auch Bezirksvorstandsberichte in Piratenpads. In Mumble bin ich sehr oft zu treffen. Ich rede mit den Leuten und ich bin einfach neugierig und stelle Fragen und interessiere mich für solche Sachen. Das werde meine erste Amt, sage ich mal, beim Piraten sein. Und ich freue mich auf die Aufgabe. Ja, als KV-Vorsitzender sehe ich das auch als Pflicht, dass man sich die Protokolle nicht nur vom Bezirk, sondern auch vom Landesverband anguckt, die ich regelmäßig lese, ob das ein PET ist oder deren Veröffentlichung. Gleichzeitig haben wir bisher den Vorteil in Rosenheim gehabt, dass der politische Geschäftsführer auch aus Rosenheim kam und wir da natürlich auch einen Austausch haben. Ich habe an drei Kandidaten eine Frage, und zwar an Alexander und Thomas. Was wollt ihr konkret tun, um Jungpiraten zu gewinnen bzw. zu halten? Das ist die erste Frage. Also wie man Jungpiraten gewinnen kann, ja? Im Grunde genommen, dass man ein Angebot schafft für junge Piraten. Also ich meine, es geht jetzt nicht, dass es mal ständig irgendwie zum Stammtisch einlädt oder sonst was, sondern ich meine, man braucht sich nur anschauen, zum Beispiel CSU, ja, was machen die? Ihre kleinen Burschenschaftsfeste, wo dann die Hälfte der Leute dann entsprechend die machen es per Alkoholkonsum und wir können es ja auch irgendwie anders über diverse andere Sachen machen. So. Okay.
Ich habe gerade überlegt, welche Partys wir alle machen können. CC-freie Musik. Zum Beispiel, ja. Also es hat sich auch gezeigt, wir haben ja Krypto-Partys gemacht, vor allem auch dass mehr Jugendliche als die Älteren kommen. Ne? Das Angebot muss natürlich auch altersspezifisch sein, um junge Piraten mit ins Boot zu holen. Oder nicht nur Piraten, sondern auch Interessierte. Beziehungsweise auch mit Gymnasium zusammenzuarbeiten oder wie hier in Rosenheim oder in anderen mit den Fachhochschulen, wo Vorträge gehalten werden, damit man die Leute gewinnen kann. Oder die jungen Leute suchen. Darf ich noch eine Frage stellen? Oder? Okay. Frage an alle fünf Kandidaten. Die Piratenpartei hat sich ja die Begleitung der digitalen Revolution auf die Fahne geschrieben. Mit dieser Fahne schreiten wir voran sozusagen. Das bedeutet aber auch, dass es irrelevant ist, wo jemand wohnt, wo jemand arbeitet, wo jemand seinen Lebensmittelschwerpunkt hat. Frage aber, auch mit Blick auf die, die bereits gewählt worden sind, was macht ihr alle fünf konkret, damit es in Oberbayern keinen münchenzentrierten Vorstand gibt? Danke. Ja, ich antworte darauf, ich kandidiere. Als Nicht-Münchner. Na gut, ich wohne nebenan in Gauting, Landkreis Starnberg, so offiziell gilt ich auch, es ist Nicht-Münchner. Ja, ich kann fast nur das Gleiche sagen wie der Tommy. München-zentriert darf es einfach nicht sein. Ich bin aus Schrobenhausen, sind jetzt in der Vorstandschaft. Wir kommen auch regelmäßig von Schrobenhausen mit mehr Leuten bzw. zu zweit nach München, damit diese Konzentration auf München aufhört und dass vielleicht auch andere Städte außerhalb von München sehen, wir können mitreden. Ich bin der Christopher nochmal. Ich werde nach wie vor, wie beim letzten Vorstand, mich dafür einsetzen, eventuell unsere Sitzungen auch im Mumble zu halten. Zudem haben wir letztes Jahr insgesamt 5 verschiedene KV-Treffen gemacht, wo wir uns mit den verschiedenen Kreisverbänden getroffen haben. Diese Treffen fanden nicht in München statt. Ich glaube, kein einziges von denen in den letzten anderthalb Jahren. Nur das letzte eins in München? Okay. Will ich auch weiterhin unterstützen, dass wir wirklich zu den KVs hingehen, uns mit den Vorständen treffen und uns unterhalten und gucken, wie wir gemeinsam die nächsten Wahlkämpfe angehen. Also ich komme ursprünglich aus einer oberbayerischen Kleinstadt, also habe ich auch einen Blick von außerhalb, also nicht nur München. Ich habe in Wolfratshausen den Stammtisch aufgebaut. Und ich bin, ich war Kandidat in München-Pasing und während dieser Zeit bin ich auch nach Garmisch rausgefahren und habe da Plakate aufgehängt und habe da unten auch Wahlkampf gemacht. Also so ist es nicht. Also ich habe ganz Oberbayern im Blick. Eine Frage noch an Michael. Du hast gemeint, du möchtest das Thema Asylpolitik und Zuwanderung aufgreifen. Schweben dir da schon konkrete Projekte vor, wie du das Verständnis der Bevölkerung für die Flüchtlinge, die jetzt immer mehr aufzunehmen sind, fördern möchtest? Ich denke da an Zusammenarbeit mit Asylvereinen, die sich speziell mit Asylbewerbern Projekte überlegen. Schwebt dir da irgendwas vor schon? Seit einem Jahr bin ich ehrenamtlich Ausländerbeirat Landkreis Starnberg, bin auch stimmberechtigter Mitglied für AGEWAI, das ist Gesamtbayern, und sitze in viele Sitzungen, gehe zu viele Kongressen und höre sehr, sehr viel zu und ich habe viele, viele Ideen. Ich habe schon ein oder zwei Ideen erwähnt und das ist in den ersten Jahren läuft das alles langsam und gemütlich an. Ehrenamt, wie man weiß, besonders wenn man mit Amten arbeitet, geht das sehr langsam voran. Aber jetzt langsam begreife ich die Strukturen dort und fange das Rübel zu rollen, sage ich mal. Aber letzten Donnerstag war ich beim bayerische Beauftragte für Migration und Integration, der, glaube ich, Martin Neumeier hieß der. Es war auch ein interessantes Gespräch mit ihm und der hat viele Ideen auch mitgenommen. Und ja, ich arbeite Hand in Hand mit jeder, mir ist egal welche Partei, Hauptsache geht das wirklich voran mit diesem Thema.
Aber es läuft mehr als auf theoretischer Ebene und nicht auf Bevölkerungsebene. Wie war das? Also du arbeitest eben eher mit politischen Parteien zusammen oder? Nee, ich gehe zum Asylheim, ich arbeite auch bürgerlich, ich gehe in meine Gemeinde. Ich habe zwei Gemeinden, wo ich zuständig bin. Das ist Garting und Kreiling, direkt wo ich wohne. Und auch gesamter Landkreis. Wir machen Veranstaltungen mit Asyl und Jugendliche und versuchen die Deutschkurse zu bringen, Bildungsangebote, Chancen im Beruf. Ne? Was nicht gerade seit neuestem Stand ist in Bayern oder in Deutschland wird es keine 9 Monate Wartezeit für Asylbewerber, dass die Beruf ausüben können oder arbeiten dürfen. Das wird alles verkürzt auf 1 Monat. Das ist der neueste Stand zum Beispiel. Und mir liegt mehr daran, nicht, dass die ins Beruf können, sondern dass sie tatsächlich in eine Berufsausbildung kommen. Das ist wichtiger. Bildung ist viel wichtiger, wie einfaches Deutsch lernen und arbeiten kriegen. Das Bildung ist der stärkste Faktor in das Ganze. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen an unsere Kandidaten? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann übergebe ich wieder an Mauri für den vermutlich letzten Wahlgang, der geheim abgestimmt wird. Ach, eine Liste habe ich schon geschlossen. Nicht aufgepasst, tut mir leid. So, bevor wir zum hoffentlich letzten Wahlgang kommen, möchte ich mich erstmal bei den Wahlhelfern bedanken für das fleißige Sammeln und Auszählen. Wir kommen zum Stimmzettel Nummer 6, das ist dieser weiße hier. Und ich wiederhole nochmal, was wir jetzt machen. Es zählt also nicht mehr Ja und Nein, die bei 1 und 2 stehen, sondern wir haben 5 Kandidaten. Ihr könnt also ankreuzen von 1 bis 5, entweder euren Lieblingskandidaten, egal welche Nummer er hat, oder wenn euch alle Kandidaten gefallen, könnt ihr natürlich euch alle ankreuzen. Wichtig ist eben, dass die Kandidaten, die gewählt werden wollen, über 50% haben müssen. Und deswegen wählt alle die und kreuzt alle die an, die für euch in Frage kommen, damit es mit diesen 50% also klappt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und deswegen, liebe Wahlhelfer, schnappt euch eure Urnen. Urne Nummer 1, sehe ich, ist leer. Nummer 2 suchen wir gerade noch. Da liegt die 2, ja? Ja, hier. Hier. Vielen Dank, Andi. Ja, seht ihr alle, Nummer 2 ist auch leer und offen. Und damit eröffne ich Wahlgang Nummer 6.
ins Vetter werden halt gucken müssen. Also das ist auch mein erster Parteitag, wo es so eng abgezählt ist. Kann mal bitte jemand noch draußen nachschauen, ob noch jemand im Freien ist, der noch nicht gewählt hat und gern wählen möchte? Michael, vielen Dank. Ah, hier haben wir noch einen Wahlwilligen. So, will noch jemand wählen? Ein Nachzügler. Will jetzt noch jemand seine Stimme abgeben? Dann schließe ich diesen Wahlgang in 3, 2, 1, 0. Der hoffentlich letzte Wahlgang ist geschlossen. Dann bleibt es mir wieder, die Versammlung zu vertagen. Während der Auszählpause ist jetzt 14.45 Uhr und ich vertage es für 14 Minuten auf 14.59 Uhr.
Ganz knapp geschafft. Wir haben ein Ergebnis. Und ihr habt zwar ganz knapp abgestimmt, aber es hat trotzdem gereicht, dass wir nicht nochmal abstimmen müssen. Dank einer ungültigen Stimme. Das musst du jetzt auch nicht sagen. Also es wurden 64 Stimmzettel abgegeben, davon waren 63 Stimmzettel gültig. Es gab keine Enthaltungen.
Und ich lese jetzt mal von unten nach oben. Und zwar Nummer 5, das war Thomas mit 28 Stimmen. Michael mit 27. Klaus mit 38. Christopher mit 21. Und Alex mit 32. Damit haben zwei Kandidaten die 50%-Hürde geschafft, nämlich Alex und Klaus. Und mein herzlicher Glückwunsch und die Frage, nehmt ihr die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und danke fürs Vertrauen. Ja, ich nehme die Wahl auch an. Und nochmal danke. Herzlichen Glückwunsch an die Beisitzer und ich übergebe nochmal an die Versammlungsleiter. Ja, mir bleibt die Ehre, nachdem wir den vollständigen Vorstand gewählt haben, den Kassenprüfer zu wählen. Nichts anderes wollte ich jemals sagen. Auf der Tagesordnungspunkte stehen noch einige Punkte. Ja? Der nächste ist Kassenprüfer, die müssen wir aber nicht geheim wählen. Aber ich würde bitten, alle, die für die Kassenprüfung kandidieren wollen, nach vorne zu kommen, sich vorzustellen. Und wie wir vorhin gehört haben vom letzten Kassenprüfer, je mehr Kassenprüfer, desto besser. Nicht ganz so viele. Ich sehe den ersten Kassenprüfer auf dem Weg. Gibt es noch mehr Leute, die als Kassenprüfer kandidieren wollen? Ich schlage Andreas Stürzel vor. Na, komm einfach nach oben auf die Bühne. Also wir müssen mindestens zwei Kassenprüfer wählen. Ich glaube, es wurde vorhin schon was gesagt über die Kassenprüfer. Die können sich idealerweise ein paar Mal mit dem Schatzmeister treffen, kriegen Einblick in alle Rechnungen und schauen, dass auch alles mit rechten Dingen läuft. Ein sehr ehrenswerter und verantwortungsvoller Job. Genau, nur zweimal im Jahr arbeiten, aber das ganze Jahr Ruhm und Ehre. Sehe ich da eine weitere Kandidatin? Haben wir noch weitere Kandidaten? Dann eine Frage an die Versammlung. Wollt ihr die Kassenprüfer befragen? Oder erstmal sich vorstellen. Machen wir Vorstellung. Entschuldigung. Natürlich erst Vorstellung. Ladies first. Hallo, ich bin Emmanuel. Ich glaube, die meisten kennen mich. Und da wir bis jetzt keine einzige Frau gewählt haben, mache ich mal das mit der Quote. Hallo, ich bin der Veit, Pirat aus München. Und kennen mich die meisten. Danke. Hallo, ich bin der Andreas und komme aus Rosenheim. Gut, und ich bin der Thomas, komme aus München, bin Beisitzer dort im Kreisverstand und Stadtratskandidat für die Kommunalwahl. Vielen Dank für die Vorstellung. Möchte jemand die Kandidaten befragen? Zwei Mikros warten auf euch. Keine Fragen? Dann meine Frage, wollt ihr einzeln über die Kandidaten abstimmen oder wollt ihr sie im Block haben? Wer einzeln abstimmen möchte, hebe bitte die lilane Karte. Wer im Block abstimmen möchte, wähle die grüne Karte. Also ihr möchtet einzeln abstimmen. Okay, dann starten wir erstmal mit Manel. Wer
Also. Das heißt, wer für Manel als Kassenprüferin ist, hebe bitte die grüne Karte. Wer gegen Manel als Kassenprüferin ist, hebe bitte die lila Karte. Damit ist Manel gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Dann, wer den Veit als Kassenprüfer haben möchte, hebe bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, hebe die lila. Jetzt müssen wir anfangen zu zählen. Also bitte die Karten bitte hoch. Also erstmal grün hoch. Zähle ich mal schnell durch. Und wer dagegen ist, bitte die lilane. Also von hier oben schaut es knapp aus. Wer knapp dagegen? Also Veit zieht seine Kandidatur zurück. So, dann hätten wir den Andreas. Wer für die Wahl vom Andreas zum Kassenprüfer ist, hebe bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, bitte die lilane Karte. Andreas, herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zum Thomas. Wer für den Thomas als Kassenprüfer stimmt, hebe bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, bitte die lilane. Damit ist der Thomas als Kassenprüfer gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Okay, damit haben wir die Personenwahlen hinter uns gebracht, erfolgreich. Ich mache mal mit der Tagesordnung weiter. Der nächste Punkt ist die Behandlung und Abstimmung über Satzungsänderungsanträge. Meines Wissens wurden keine eingereicht. Da ist dieser Punkt erledigt. Der nächste Punkt ist die Behandlung von Programmanträgen. Auch da wurden keine eingereicht, womit auch dieser Punkt erledigt ist. Und dann darf ich schon mal bitten, den neu gewählten Vorstand Richtung Bühne zu, dass der neu gewählte Vorstand Richtung Bühne sich begibt. Nochmal en toto. Die sind jetzt alle weg, um mich zu trollen. Gut, dann mache ich noch ein paar Orga-Ansagen, weil dieser Parteitag demnächst vorbei sein wird. Es wäre ganz toll, wenn Leute von euch noch hier bleiben, die beim Abräumen helfen. Und noch toller wäre es, wenn ein paar Leute, die beim Abräumen helfen, aus München kommen und mit dem Auto da sind und in ihrem Kofferraum noch Platz haben für Equipment, das zurück in die Landesgeschäftsstelle muss. Und ich sehe, der neue Vorstand formiert sich so langsam auf der Bühne. Hab ich Ton? Ja. Was kannst du? Ja, gleich. Ich wollte, während ihr euch da oben schön arrangiert, noch die Gelegenheit nutzen und dem alten Bezirksvorstand für seine Arbeit danken. Ich bedanke mich bei der Versammlung für den ausgesprochen disziplinierten Ablauf und den schnellen Ablauf und verabschiede mich schon halb als Versammlungsleiter und gebe jetzt die Worte an unseren neu gewählten Vorstand. Das ist ein tolles Team, wie ich finde. Ja, vielen Dank. Ich habe euch zu Anfangs gebeten, ein tolles Team zu wählen. Ich muss mich wirklich bedanken, ihr habt es getan. Des Weiteren muss ich mich ganz herzlich bedanken bei einigen Leuten. Wenn immer wir eine Veranstaltung machen, dann steht da plötzlich so ein Schächtelchen mit SG Event vor der Tür. Das macht man dann auf und dann springen da Leute raus. In diesem Fall waren es der Günther Meier und der Ron, bei denen ich mich wirklich ganz, ganz herzlich für ihren Einsatz bedanke. Der nächste Punkt, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, ich schließe mich nochmal an. Unterstützerunterschriften. Wir brauchen sie überall.
Nehmt euch ein paar Tage frei, helft sammeln. Wenn bei euch selbst keine Liste ist, besucht den Nachbarkreis, der sammelt. Wenn ihr nicht wisst, wer im Nachbarkreis zuständig ist, fragt mich. Ich treibe schon jemand auf. Und ja, das ist eine Drohung. Ansonsten bedanke ich mich für euer Vertrauen, das ihr in uns als Vorstand setzt. Wir werden uns nicht enttäuschen. Und sonst bleibt mir nichts über, als mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch zu freuen. Danke. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die ihre Arbeit reingesteckt haben, insbesondere unsere Technik, dass das Stream jetzt auch gelaufen ist, und alle, die jetzt hier so im Hintergrund arbeiten, nochmals vielen herzlichen Dank und auch an euch als Versammlung, da macht es auch wirklich Spaß, wenn es so diszipliniert abläuft und wir eigentlich viel früher fertig sind als geplant. Also, bis zum nächsten Mal. Servus. Genau. Damit ist die Versammlung um 15.11 Uhr geschlossen. Also es wäre wirklich toll, wenn ihr alle noch ein bisschen mithelfen würdet. Ich habe hier vorne zwei graue Kisten hingestellt. Da kommen die 3-fach Steckdosen und die 6-fach Steckdosen, also alle Steckdosen, die auf den Tischen sind, kommen in diese beiden grauen Kästen. Wir haben hier die Gummimatten, die auf dem Boden sind. Die bitte alle wieder einrollen und das Panzerband erst entfernen von allen Kabeln und auch von den Gummimatten. Nicht mit dem Kabel das Panzerband entfernen, sondern erst das Panzerband und dann auch das... Die Gummimatten hier vorne in die graue Kiste, diese ist hier vorne links. Ich danke schon mal für die Mithilfe.